10, 9, 8. Kannst du noch mal. Katze, ja. Sind wir live? Wie sind wir live? Hallo, Chat, seid ihr da? Hallo? Servus? Ah, sie winken. Hallo, ich hab euch hier. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Eintracht Spandau Meisterschaftsfeier. Sind auch schon alle da? Heute wird hier eine dicke Sause gefeiert. Boah, krass, du machst auch so Zoom und so. Hinter der Kamera ist heute Ben und da ist Adrian. Hallo! Was machst du? Was ich hier mache? Naja, wir haben heute so IRL-Technik. Das haben wir jetzt ausgiebig getestet. Wir wurden gestern super viel random angesprochen. Was hast du alles auf dem Rücken? Ja, komme ich gleich zu. Hier sind super viele Akkus drin und wir fotografieren ja auch bei dem Event. Das heißt, hier ist ein richtig dickes Teleobjektiv drin und so. Es wiegt ordentlich. Rucksack voll mit Akkus. Genau, und hier muss ich ja auch mal was wechseln für seinen Rucksack und das ist halt hier drin. Ist ein bisschen undankbar. Aber ja, was ich ja immer gesehen habe auf dieser Gamescom, diese Streamer und Streamerinnen, die filmen da ja immer mit so einem Rucksack und dann haben die so eine komische Kamera so mit so einem, an so einem Gummi, so einem Draht. Ja. Und dann laufen die irgendwie so rum, wie so als ob die so auf dem Festival Bier verteilen, ja, mit diesen heftigen Bierkanistern auf dem Rücken und dieser Spritzpistole, dann kennt er wahrscheinlich alle, nur halt mit einer Kamera und einem Twitch-Stream. Ja, nee, das sind diese Streaming-Rucksäcke, die du dann einzeln nutzen kannst. Ja, das haben wir nicht. Das haben wir auch, aber heute hast du ja den Luxus, dass Ben dich betreut. Ja, hier, Riesenkamera und eigentlich für Hollywood-Produktionen gedacht. Und Rucksack, da kommt Nick, da kommt Nick. Hier, Nick filmt noch parallel, weil wir halt auch Videos für Eintracht und so aufnehmen. Der kommt original so um die Ecke. Cinematisch, wir machen Rissen. Ja, wunderbar. Ja, magst du mir was zeigen? Ansonsten haben wir hier noch eine Kettensäge. Das sind Waffen allein. Hä? Das ist doch keine Waffe. Soll ich anmachen? Nick nur so mit der Kamera. Das ist gut für die Klicks. Mach das. Nee, die ist leider leer. Aber ja, also ich weiß nicht. Wir haben ja vor einem Jahr das Bürovideo gemacht. Ja, ne? Ein halbes oder so, ja. Kommt ja Anfang letzten Jahres, right? Ja. Das kommt mir auch vor wie 2 Jahre. Jo. Da haben wir hier mal das ganze Büro gezeigt. Ich weiß nicht, wer das Video von euch gesehen hat. Warte, ich mache mal einen Chat auf. Warum packe ich das Handy weg? Ich mache mal einen Chat auf. Wer hat das gesehen? Wir haben so ein Bürovideo gemacht, als das Büro hier neu war. Wir haben das ja gebaut über Corona und so. Jetzt lädt der Chat. Wartet noch mit eurer Nachricht. 111, toll. Ja, ansonsten schwenke mal rum. Also wir sind jetzt gerade im Open Space. Der ist richtig groß. Hier wohnt Team Hopp. Ach du Scheiße, die hat nicht aufgeräumt. Das ist so unordentlich. Die sagen jetzt, ist so unordentlich, wir haben nicht aufgeräumt. Es sieht hier immer aus wie Scheiße. Nein, es sieht hier immer aus wie Scheiße. Jetzt seid da mal dran. Ja, aber wir sind halt auch richtig krass am Arbeiten. So, da ist übrigens mein Porzellanset, was wir vermisst haben. Komm mal mit. Hier. Da ist es! Die haben das einfach weggenommen, ohne mir was zu sagen. Was ist das? Wegen Dart gestern. In Verkleidung. Wegen Dart gestern? Ja. Ja, aber wo war das? Ja. Gut. Hat nur 4 Köpfe. Gehst du jetzt so zur Meisterfeier? Als Präsi? Der soll ja gleich vielleicht. Generell Plan für heute. Um 13.45 Uhr, also wir sind jetzt gerade noch im Instinct 3 Office, obviously. Und was ist mit der passiert? Die hatte mal eine Römerrüstung an. Wo ist die Römerrüstung? Naja, also was heute ansteht. Wir werden jetzt gleich uns, also ich werde mich umziehen. Ihr könnt meinetwegen zugucken. Die Transformation zum Präsidenten. Denn der hat heute sein großes Comeback bei der Eintracht Spandau League of Legends. Der war ja eher bei Baller League jetzt und der wurde ja abgewählt. Ihr erinnert euch, letzte Gamescom, also jetzt nochmal kurz Eintracht Spandau-Lore, wir haben jetzt viele neue dabei, glaube ich. Letzte Gamescom wurde Präsident Knabe
bei der Mitgliedschaftsversammlung abgewählt. Und zum neuen Präsidenten wurde Brücki gewählt. Der hat einen halben Monat durchgehalten und dann wurde der auch abgesägt und die Eintracht Spandau hatte dann einen neuen Investor. Dieser Investor wird heute auch da sein und der Plan ist, naja, das spoilere ich jetzt noch nicht, aber der Investor wird da sein, Präsident Knabe wird da sein und alle anderen auch und dementsprechend muss ich mich noch umziehen. Das machen wir gleich und dann gehen wir rüber. Also um 13.45 Uhr, 14 Uhr sollen wir da sein? Ja, machen wir so 13.40 Uhr gehen wir rüber, um safe zu sein. 14 Uhr geht es dann da drüben los. Ja. Und einer schreibt uninteressant bei. Ja, schön, dass du da warst, Festnahme. Festnahme, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaust. Ciao. Gut. Ansonsten, wo ist denn mein... Ach da, ne? Was denn? Aber wir haben ja noch Zeit für Umziehen, hier. Oder? Willst du ein Laserschwert haben? Ich kann euch mal zeigen, was wir alles haben. Oh, das habe ich aufgeräumt. Hier ist das Panzer-Outfit. Das ist auch toll. Digga, hier sind Hörner. Naja, also das sind viele Requisiten. Shisha-Kohle. Oh ja, wo? Hier? Ja. Shisha-Kohle. Für meine Shisha. Ja, wir heben natürlich alles auf von etwaigen Drehs. Also alles ist gelogen. Wir haben jetzt beim Umzug zum Beispiel ultra viel Müll auch weggeschmissen, weil wir gemerkt haben, dass... Oh, mein Schwert. So. Oh, hier ist aber einiges. Guck mal, hier ist noch die Heckenschere, die wir für den Dreh gestern nochmal neu gekauft haben. Nee, vorgestern. War geil. Nick, wieso filmst du das eigentlich alles? Kommt das alles jetzt ins Video für die Eintracht? Ja, das ist super spannend. Nee, das ist für... Dann haben wir hier noch... Oh, scheiße. Eine Axt. Dann haben wir hier noch... Warte. Ah, hier ist mein Muskelshirt. Boah, ist der schwer. Mein Sixpack. Immer dabei. Und da, das wollte ich euch zeigen. Mit einer Hand ist auch doof. Noch eine Axt, aber die hier ist selbst gebaut. Und der eine oder die andere erkennt vielleicht auch, die ist vom Fortnite. Excalibur. Habe ich auf der Gamescom 2018 gemeinsam mit Trimax gebastelt, auf einer Bühne. Vielleicht erinnert sich noch wer dran. Mein Handy geht aber aus. Ich brauche ja den Chat. So, neu laden. Ja, ansonsten, ihr seht, wir haben ja alles Mögliche. Scheiße, wie kriege ich das wieder rein? So. Ist auch geil, ist wie auf dem Bau. Drei Leute gucken zu und ich muss hier mit einer Hand. Wie machst du das schon? Ja. Hier Spatiaten. Ja, auch noch ein tolles Schwert. Oh, da wäre auch der Pogo-Stick gewesen. Hier sind auch noch Klamotten. Also über die Jahre kommt einiges zusammen. Das ist natürlich, warum habe ich die nie on Stream an? Alter. Das wäre doch mega geil. Alter, heftig. Ja. Weil manchmal ist mir auch so warm, dass ich die Schuhe ausziehe. Oder hier. Schöne Schlappen. Schönen Urlaub. Nice, schöne Schlappen. Ja, wild. Oh. Wie lange brauchst du immer so, um... Sehr lange, wir sollten anfangen. Ja, dann lass mal rüber. Soll ich mich frisch machen? Bitte. Es wurde auch schon gefragt, wann die Hose fallen gelassen wird. Ja, jetzt gleich. So. Also ihr müsst euch vorstellen, diese ganze Scheiße mit, pass mal auf, mit Präsident Knabe und Sparkassenhenno und so, da dresst mich niemand und da ist auch keine Maske, die mir die Haare macht oder so. Das muss ich alles selber, immer entspannt. Hey, ich wollte nur kurz was sagen. Ich muss es immer selber machen, darf. Und das dauert ewig. Und, ein Hinweis noch. Hier in diesen Fluren und auf dem WC, an Twitch übrigens, das ist mein WC, das ist keine öffentliche Toilette. Hier ist das Problem, dass der Funk mal abbrechen kann. Vielleicht gerade in spannenden Momenten.
Aber wir haben da bestimmt irgendein Video, was dann abläuft, ne? Mhm. Falls der Stream unterbrochen ist. Loop und macht eine Knackung. Gut. Dann gehe ich jetzt hier aufs WC. Guck mal, film mal. WC. Weißt du noch, was das heißt? Ich hab's dir gesagt. Hä, wann? Bei deinem Büro-Tür-Video. Hab ich's dir erklärt. Was WC? Achso, eben gerade. Was heißt WC? Irgendwas mit Wasser? Water Closet. Water Closet. Hammer. Naja, Bildungsauftrag erfüllt. So, und hier ist unser barrierefreies Klo. Das haben wir extra für mich gebaut. So. Mann, ihr habt das ja schön vorbereitet. Alter, was ein Fiebertraum schon. So, ich stelle euch mal hier ab. So, was schreibt ihr Schönes? Worcester Soße, sagt der Chat, heißt WC, Ben. Ja, da habe ich mich vertan. Falls du Durst noch hast. Falls ich noch Durst habe, danke. Okay, seid ihr denn alle schon ganz gespannt auf die Meisterfeier? Könnt ihr ja mal in den Chat schreiben. Ihr Süßen. Ja, ist ja gut. Ihr tut so, als hättet ihr mich noch nie nackt gesehen. Also, ich bitte euch. Also, aber freut ihr euch schon? Ja. Nö. Ja. Ja. Ihr seid ja wahrscheinlich alle nicht da, wenn ihr im Chat seid, oder? Na, vielleicht hocken die auch alle gerade so vor der Stadtbibliothek. Und sind da am Handy. Ja. So, vielleicht auch mal ganz interessant. Der Anzug fehlt. Ach, da. Ja. Okay. Das hier ist mein Beutel für die Haare. Aber ich merke, ich habe nur eingekauft, da ist jetzt alles doppelt. Ich zeige euch das. Wie geht das auf YouTube? Morning Routine? This is my Morning Routine? Mhm. Nee, Hall? Nee. Morning Routine. Morning Routine? Ja. Also ich zeige euch jetzt mein Prisschen Knabe Morning Routine, meine. Magst du einmal den Sonnenschirm halten? Also, first step, I dress myself. So, this is my hemd. We never wash it, and it's always the same. Nah, it's a lie. We always have three different. Ich übersetze das mal. Wir waschen nie. Jetzt lockt das Handy. Ich will doch den tollen Chat sehen. Soll ich dir das mal einstellen, dass das nicht sich die ganze Zeit sperrt? Nee, passt. Also vielleicht gleich später. Okay, gleich später. Gleich später. So, jetzt kommt immer ein bisschen, das ist sehr wichtig, die Überlegung, lasse ich das T-Shirt an oder nicht, je nachdem wie warm es draußen ist und wo ich bin. Weil es gibt Drehs, da sind wir in der Bude, da ist 2 Grad. Nee, minus 2 Grad war es. Und niemand juckt es, ne? Aber ich bin dann da mit meinem dünnen Anzug und muss halt den ganzen Tag bei 2 Grad da den dünnen Anzug tragen. Und das ist dann ein sogenannter, ich behalte das T-Shirt an, Engel. Aber jetzt, heute, Ben, 20 Grad, 21 Grad, bewölkt. Ich würde tatsächlich sagen, Hemd und Anzug ist da schon warm. Ja. Das heißt, ich würde jetzt mein T-Shirt ausziehen. Ups. So. Wow. Das ist jetzt fast wie Gollum, ne? Ja. So. Haben wir es hier waschen? Weiß ich nicht. Vor allem, ihr hattet ja gestern einen Dreh mit einem Double. Ja. Der kriegt dann meine Sachen an, ne? Es kann durchaus sein, dass der gestern deinen verschwitzten Scheiß anhatte. Geil. Super. So, hier haben wir einen großen Spiegel. Ben, zeig doch auch mal, wer du bist. Nicht so tief rein. Hallo. Nicht so tief, dann bricht der Stream ab. So, jetzt ziehe ich meine Schuhe aus. Die habe ich seit 3 oder 4 Jahren jeden Tag an. Leute, Screenshot hast du bereit? Hast du ein Löcher? Nee, ich habe die neu. Ich habe die neu. Heute auch frisch angezogen von Schnox. Kleiner Teaser.
Das ist lustig, die hatten ja mal dich angefragt, als du dieses Bild in der Baufläche gepostet hast, wo du so in Unterhose standest. Ja, ich habe, das war vor 3 Jahren oder so, habe ich auf Instagram, wir hatten so einen komischen Arc mal auf Instagram, da haben wir so cursed Bilder gefotoshoppt und hochgeladen. Und es gibt ein Foto, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, da stehe ich hier mitten auf einer Baustelle in der Nacht, nur mit Unterhose, aber so einem Leonidas-Helm. Und die Unterhose, die ich da anhatte, war richtig fett von Snox. Die machen ja auch gerade überall Werbung auf Twitch und so. Und da haben die uns eine E-Mail. Jo, das Foto. Und dann haben die uns eine E-Mail geschickt, weil die das gesehen haben. Jo, hey, dann können wir die sponsoren. Und ich so, hä? Also wie soll ich denn jetzt so auf YouTube und so Unterwäsche, also wie binden wir das ein, geht der ja nicht. So, Hose. Hose? Ja, ich habe ja viele Anzüge, heute der graue, aber das entscheide nicht ich, obviously. So, wir hatten früher, also als Eintracht Spandau neu war, hatten wir auch nur einen Anzug und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, so ein Präsident zieht ja nicht jeden Tag den gleichen Anzug an, wir brauchen mal 2, 3 andere. So, dann jetzt, hello, next step in my morning routine, I will out-drag my this one. Trousers. My trousers. It works like this. Hast du drauf? Klar. So. And now I will drag it over my leg, right, and then left. Wow. Like this, very easy. Also ich übersetze das mal, ich habe mir die Hose jetzt angezogen. So, hier, guck mal, hier ist ein Faden. Sieht man den? Ich sehe keinen Faden. Hier ist ein Faden. Doch, du musst genau mal auf meinen Schwanz. Hier ist ein Faden. Hallo, siehst du das nicht? Hier ist ein Faden! Bin ich der Einzige, der hier... Ja, ich krieg nur auf die Kamera. Oh, das ist doch scheiße. Wie, du kriegst ihn nicht auf die Kamera. So? Ja, jetzt. Hier ist ein Bild, da kommt Faden raus. Ja. Ja, das ist doch scheiße. Leute. Hallo Maxi. Was hallo Papi. Moment, Motorradfahrer hier im Büro. Ja, Moment. Ich hab mein Moped direkt zu dir ins Büro gestellt. Guck mal gleich mal ohne drin. Sie haben da was vor dem Mund? Ja, das ist meine Kamera. Ich bin live. Super. Digga, wie geil du aussiehst, Alter. Was hast denn du da für ein Rig an? Naja, wir sind live. So, next step. Ja, ich weiß. Next step. Ja, wir sind jetzt hier in der Morning Routine. You are currently interrupting my morning routine. Sorry, I also want to. Next stop. Next step. My Gürtel. Wer ist mein Gürtel? Also das ist der Krambeutel. Ja. Und hier ist auch ein Schild, Präsident Knabe. Das ist aber inzwischen abgegangen, deswegen haben Mitarbeitende gedacht, naja, dann packen wir es rein. Oh, das ist auch kaputt. Naja, Max. Trägt das schon so dann. Ne? Also die Bedingungen hier. Köchterlich. Naja, auf jeden Fall habe ich hier meine Lieblingsgürtel drin. Und zwar so einen richtigen Altherrengürtel. Der war mir sehr wichtig. Den haben wir, glaube ich, von Karstadt oder so, falls ihr den nachkaufen wollt. Weil das, finde ich, ist einfach Boomer Heaven. Ja. Ich habe auch so einen. Nur nicht in Leder. Ja, in so Stoff. In so Stoff. Oh. Ist halt voll praktisch, weil wenn du fetter wirst, kannst du den überall zumachen. Ich finde den auch sehr, sehr smart tatsächlich. Ja. Das ist so ein bisschen wie Klettverschlussschuhe. Einfach besser. Ja. Oder Automatikwagen. Es ist einfach fortschrittlicher, praktikabler und besser. Aber Menschen finden dann andere Dinge schöner und cooler. Aber ich finde den cool. So. Ja, das Hemd wurde auch nicht gebügelt, aber das ist es nie. Das ist scheißegal. So, next step. I drag over my jacket en français, ne? Eigentlich mache ich erst die Haare, aber das können wir auch jetzt so rummachen. So. Nee, war Quatsch, wir machen erst die Haare. Ja. Weil jetzt wird's ruppig. Jetzt wird's glibrig. Wir müssen auch langsam auf die Uhr gucken, glaube ich. Wir haben jetzt halb. Wir sollten 20 Minuten losgehen, spätestens. Die fangen ja nicht ohne mich an, oder? Ja. So. Also, ich brauche meinen Kamm. Erst der grobe Kamm. So, ich brauche Haarspray und
Styling Gel, Business, Wet Look. Aber Business ist wichtig, weil ich trage ja einen Anzug. So, mein Knabemalz habe ich auch immer dabei. So, und jetzt Kamm. Da habe ich zwei wichtige Kämme. Einmal der grobe, weil ich habe eine Lockenmähne. Und dann der, damit ich aussehe wie ein Boomer. Ich zeige euch das. Als erstes, also es muss alles nach hinten. Alles, das ist der Trick. Das heißt, wir feuchten, we are now wettening the kamm. And make it like this ein paar Mal. Schön. Oh, man merkt schon, das, da knackt es, ne? Kennt ihr, wenn ihr so verknotete Haare habt? Das sind, ich habe ja, wenn ich längere Haare habe, habe ich so krasse Locken. Shish kebab. So, this is enough. And now, the gel. But ordentlich. Also, eine Menge, a Menge. So, da hau ich, kannst du mal ran. Da hau ich wirklich sehr viel drauf. Also da, hoppala. It's automatic. Lieber mehr als wenig, sage ich immer. Und jetzt schön die Scheiße nach hinten. Ja? Schön. Seiten auch. Und auch ein bisschen drunter so. Wisst ihr? Ein bisschen drunter. Das sieht auch sehr brutal aus. Ja, ich mag es ja hart. So. Und jetzt sieht man schon langsam. Naja. So, aber bis hierhin. Man muss auch die unteren Schichten einfetten. Das muss richtig nass sein. So, ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Jetzt würde ich mit dem groben Kamm einmal rübergehen. Ja. Gut, ne? Sieht klasse aus. So, aber jetzt habe ich schon richtige Problemzonen, weil hier ist schon ein bisschen chaotisch. Also ich habe immer zu kämpfen mit diesen Locken. So, jetzt nehmen wir den dünnen Kamm, the fine cam and go over it. Und as you can see, oh, now wow. we are starting the boomer look. Ja, Hälfte this and the rough one here. Ja. So. Da musst du wirklich... Wie bitte? Niemand weiß selbst zurück. Nächstes Mal Abbruch, oder was? Ja, Loch hier. Warum sagt das denn keiner? Ich mache gerade, I currently doing my routine. So, muss doch die Welt wissen. Okay, bis hierhin bin ich relativ zufrieden. Ach, das finde ich. Genau. Aber jetzt kommt diese kleine Scheiße immer. So, und das bekämpfe ich? Mit einer Menge Haarspray. Das Ding ist nach dem Dreh immer ein Brett. Ich habe wirklich gar keine Haare mehr. Das ist dann einfach ein Brett. So, und jetzt, weil die Scheiße ist hartnäckig. Die Scheiße ist hartnäckig. And now we do it again. Oh, mashallah. So, jetzt bin ich auch schnell. So, und jetzt darf man es nicht anfassen, weil das muss jetzt trocknen. It has to dry. To dry. So, das heißt, ich darf mich auch nicht hastig bewegen, weil oft, manchmal bin ich dann so, ne, will ja an irgendwas ran und weitermachen und dann gehen schon einzelne Strähnen ab, ist katastrophic. So, das heißt, wir bewegen uns ganz vorsichtig und waschen uns jetzt erstmal die Hände. Weil ihr wollt mir jetzt keinen Anschlag geben, so viel ist sicher. Und wisst ihr auch, wie man Hände wäscht? Als erstes so, dann so. Dann so. Dann so. Das ist prüfungsrelevant. Schreibt alle mit. Dann der Daumen. Der andere. Jetzt die Fingerkuppen. Und andersrum. Und dann könnt ihr abwaschen. So habe ich das vor meinem Beruf bei McDonald's im Gesundheitsamt gelernt. Wenn ihr in der Gastro arbeitet, müsst ihr alle so einen Schein machen. Ich weiß, wie es heutzutage ist. Auch. So, da lernt er das. So.
Jetzt merkte ich schon, hier oben geht es langsam ab. So, die Haare, sieht man das so ein bisschen, was ich meine? Das klebt nicht mehr auf dem Schädel, sondern die liften jetzt so langsam. Mhm. Und das, da muss man sehr doll aufpassen. Das ist oft der Anfang vom Ende. Das heißt, was ich jetzt mache ist, ich drücke die Scheiße richtig runter. Und jetzt wird gehalten. Jetzt halten wir. Wie lange? Keine Ahnung, so ein bisschen. 13.35 Uhr. Bitte nicht stressen. Ja, jetzt bin ich zum Beispiel unzufrieden mit der Stelle, aber oft ist das einfach so. Ich muss auch viel immer akzeptieren, man muss kompromissbereit sein. So, now. The Gürtel has to be enger. Now we drag over the jacket. En français. So, reich mir doch bitte mal die Krawatte. So, das ist ein bisschen verdreht, aber gut. Kragen hoch. Knopf zu. Sie nennen mich bei Hempels unterm Sofa. Ne? Habt ihr gehört, es gibt jetzt auch den Boomer-Spruch des Jahres. Boah, ich muss übelst abhängen. David Hein? Ich muss dringend, Leute. Sorry, lass mich mal durch. Ich will nicht gefilmt werden. Es ist nämlich ganz voll dringend. Wenn man das jetzt nebenan hört, das wäre der Hammer. Oh, endlich! Ja, also weiter, also meine Morgenroutine, der nächste Schritt ist dann die Krawatte überzuziehen und ich merke, also macht nicht den gleichen Fehler. Wir haben übrigens auch noch ein anderes Klo dahin. Macht es, bevor ihr die Haare macht. Okay, gerettet. Gut. Now we make it tight. So, hier hinten ist eine Lasche, da steckt ihr den Zipfel rein. So, Kragen runter. Und jetzt der Nose Ring out. Ich glaube, du darfst hier nicht rein, das bricht dann ab, haben sie auch gesagt. Ich habe doch nicht frei, nur mein einer Fuß. Weil jetzt muss ich die Rille finden, weil man macht den so auf. Aber hier ist das Licht leider hinter dem... Wo ist die Rille? Da? Und da, okay. Oder? Ne, da und da. Das ist schon ganz leichter. Auf ist er. Sieht man? Ja. So, und jetzt? Einfach rausziehen. Und jetzt wird's... Ja, mit Tremor in der Hand ist es schwieriger. Und jetzt wird es ein bisschen unhygienisch. Wo ist mein Portemonnaie? Ich tue den immer dann in mein Münzfach. Aber wenn ich den wieder raushole, desinfiziere ich den dann auch und so. So, jetzt ist mein Portemonnaie nicht hier. Weil der fällt schnell mal auch bei so einem Waschbecken rein. Naja, gut. So, jetzt bin ich erstmal relativ fertig, aber die Details fehlen. Und ich sag euch, Details machen erst alles rund. Also noch sehe ich nicht aus wie ein Boomer, jetzt sehe ich erst aus wie ein, der beste Freund von Philipp Amthor. Ne? So, Details sind hier. Das heißt, eine fette Uhr. Eine fette Uhr. Zack. Die gute Rolex. Die gute Rolex. Zollfrei. So, dann was haben wir noch? Ja, hier wäre noch eine komplett in Gold. Ja, mein Mobilfunkgerät. Das kommt an den Gürtel. So. Schick. So, und dann hier sind noch Krawatten und so. Irgendwo ist hier meine Brille. Das ist noch die komplett Golduhr. Ne? 100 Jahre Garantie. Hier. Hier ist mein Brillenetui. Das ist das Allerwichtigste. Die haben wir von eBay, glaube ich. Also damit sieht man astrein. So, wenn ich die aufsetze, bin ich auf einmal der Präsident. Wow.
Überraschend, oder? Achtung. Max. Bundeskanzler. Ach so. Bundestagsabgeordneter. Bester Freund von Philipp Amthor. Präsident. Präsident. Philipp Amthor. Philipp Amthor. Präsident. So einfach geht's. So. Achso, die Schuhe. Schuhe. Das Problem ist, man sieht mit der Brille tatsächlich Nada. Und dann muss ich immer Reden halten mit so Papier. So, Lackschuhe. Nicht auch sehr dreckig, weil niemand macht sauber. Gehört ja niemandem. Und die Schnürsenkel sind schon 8-mal gerissen. Weil, ja, die werden dann porös. So, da gehen wir jetzt rein. So. Ja, und jetzt stellt euch vor, ich muss das jedes Mal machen alles. Also auch bei Border League immer und dann auch wieder ab. Und man, ich schwitze mir so einen ab in diesen, also das ist ja auch im Hochsommer, ist es ja auch so. Naja. Und auch die Schlepperei immer. Der ganze Krempel muss ja mit. Also man hat es nicht leicht. Mein Job ist schon sehr fordernd. Ach, Herr Hein. Ist mein erstes. Du hast mir ja keins geschickt. Möchte ich mal, oder Sie. Haben hast du ja alles gesehen? Ja. Direkt verklagen. Habe ich nichts bekommen. Und ich möchte mal hier jetzt einen Test machen. Würde ich direkt in den Edeka laufen, mir eins holen. Oder in Netto. Oder in Netto. Gibt ja die Knabe mehr. Schnitzel. So. David Trichter bei uns heute einen rein. Hat er nicht gehört? Hey, David, trinken wir heute nicht einen an? Ach, guck mal, hier ist mein Korn. Oh, schön, ey. Schön. Muss ich aber viel von trinken. Hier sind nur 0,5% Alkohol drin. So, hier ist ja mein Portemonnaie. Da tue ich jetzt in das Münzfach den einen Ring rein. Ja, film mal nicht hier drauf, das sind vielleicht private Daten. So. Und zu. Safe. Ne? Jutti, dann die echte Brille mitnehmen, man weiß nie, und den Rest lässt man, und jetzt, das ist smart, das schreibt ihr euch auch auf, aus Zeitgründen lässt man das jetzt alles so, weil man muss jetzt schnell los, wir haben schon sehr spät. So, jetzt aber nochmal checken, hat man auch nichts vergessen. Ich werde mich ja in der Stadtbibliothek wieder umziehen, das heißt... Alles auf dem Schirm, in die Okay, Haarshampoo? Ist da drin. Handtuch? Hab ich alles dran. Okay, dann können wir los. Genau, wir meine Schuhe. Wenn du möchtest, nehme ich auch deine Bauchtasche. Das wäre sehr nett. Danke. Deine Cap auf auch. Trikot? Willst du ein Trikot nachher? Ja, ich habe ja meins im Büro. Mhm. Also, wollen wir das noch reinpacken? Ja, genau. Leg mal hin. Achso, okay. Und im Studio. Trikot hängt im Studio in dieser Kinder. Garderobe. Gut, dann gehen wir jetzt rüber, oder was? Ja, Mann. So, jetzt mein Problem zum Beispiel. Ich sehe gar nicht, wer da steht. Also würde ich nicht. Aber dann mache ich immer den. Ah! Sterzig und Family. So. Siehst ja gut aus, richtig. Dann gleich noch einmal hier. Hallo. Hallo, Knabe. Knabe. Tristan hat die Mitwege. Und sind doch Proteinstick, ne?
Ist Nick da? Ich mach das gerade am Handy. Ach so, geil. Sollen wir einmal einfach das Live-View neu starten? Dann mach ich mal. Ah, okay. Phone ist wieder da, Signal baut auf. Darfst du krassen? Wir können laufen. Gut. Dann gehen wir ja durch. Hallo? Kannst du noch einmal den Chat? Wenn Fischers. Fischers. Ah, ja. Okay, wir sind da. Fischers. Nee. Wie ging das? Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten, nicht er zu Leuten, bis der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl. Wenn fliegen hinterher. Bin ich wieder da? Ja. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. So, sind wir wieder da jetzt? Wir sind wieder da. Dann lauf mal hier. Ja. Also, das ist die Spandauer Altstadt, das ist mein Zuhause. Hier beim E am Markt, da haben wir drüber gesprochen. Edeka am Markt. Die haben kein Knabemalz, aber auf der Knabemap? Wie war es nochmal? Ausrufezeichen Knabemap? Maps? Naja, wisst ihr. Da ist eingetragen, da gäbe es Knabemalz. War ausverkauft. Aber die haben, war ausverkauft. Die haben nur 24 Dosen gekauft. Das war nach 2 Tagen ausverkauft. 24 Dosen? Da müssten wir jetzt eigentlich reingehen und die mal fragen. Aber dann ist aber Signal. Wir sind hinter der Zeit. Ne? Boah. Ich bin sehr gespannt. Also, wir gehen jetzt quasi. Links um eine Ecke, da ist Burger King. Hier sind übrigens auch alle 100 Meter eine Apotheke. Da ist eine Apotheke. Da hinten steht richtig fett in Orange Apotheke. Hier sind literally so viele Apotheken wie bei Manhattan McDonald's. Alle 100 Meter, weil hier sind ja nur Rentner. So, hallo. Oh, hier. Schauen Sie mal. Schön. Rein in die Holger. Oder in Holger. So. Also hier jetzt links um eine Ecke. Links um eine Ecke. Ah ja, das ist ganz witzig. Wir gehen jetzt hier links um eine Ecke. Da ist so ein richtig langer, schön so Fußgängerpassage bis zum Rathaus. Und auf der rechten Seite ist ganz am Ende Balkonien, wo wir jetzt gleich, wo wir hin müssen. Warum schreibt ihr alle Lul? Hier schreibt man KK. Woher kommt ihr? KK. Was ist daran so schlimm? Alter, Leon, was geht? Kata 2. Hi. Kata 2, Alter. Moin. Nice. Wo geht's? Wir gehen zur Meisterschaftsfeier. Ach, die ist heute. Ja, die ist heute. Ja, hier, hier steppt der Wolibär, sag ich immer, ne? Hier tanzt der Tibbers. Herr Knabe. Ah ja, ah, ja, Herr Knabe, ja. Moin, alles gut? So. Ah, hier, Knabe mal jetzt auch. Guck mal. Prost. Prost. Super. Ja. Man kennt sich, ne? So. Jetzt muss ich auch langsam in Rolle, also ab jetzt wird es ein bisschen anders. Also, Kata 2 weiß nicht, dass heute, ist ja unerhört. Hallo, was filmen Sie da? Von welchem Sender sind Sie? Ich bin der Vater eines der härtesten Fans von Eintracht Spandau. Ist das wahr? Ich bin zufälligerweise der Präsident. Ich weiß, der Präsident. Wir reden über nichts anderes. Richtig. Und gute Saison. Wir gehen jetzt feiern. Können, also wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Meine Frau ist schon da. Ihre Frau ist schon da? Super, das reicht mir. So, das ist das Spandauer Rathaus. So, jetzt bin ich gut. Hallo! Fotos gerne nachher auch, ne? Wir machen ein Selfie. So, ey, da hinten ist Charlotte, da bin ich immer mit den Jungs saufen. Also mit früher, mit Kutscher und so. Hier ist Karstadt, die machen jetzt dicht. Ist auch ganz interessant, ich führe euch rum. Gut, ansonsten, hier gab es früher die Futterluke, da waren Kutscher und ich vor 10 Jahren jeden Mittag schön Pommes mit Wurst, Bratwurst. Da ist Yannick, der ist bei uns. Der trinkt gerade ein bisschen Pringels, oh, ordentlich Pringels. Oh Gott, das sind meine. Oh. War das gestaged? Das war... Ach man, Janik. Jetzt gerade nicht, aber wenn wir mit der Feier da durch sind, gerne. Gegen 14 Uhr. Super. Naja. So, also die schönen Pringles. Ne? Oh, jetzt ist hier auch schon. Ich höre schon Mucke. Hörst du schon, ne? So. Spandau bebt, sage ich immer. Junge, was geht hier ab? Gut. Naja, das Rathaus wird gerade ein bisschen renoviert. Da war ich schon mal oben drauf. Habe ich die Spandauer Fahne hier hisst. Ich glaube, ich habe gerade voll das Objektiv angerotzt. Ich hab nichts gesehen. Prost! Oh, Dennis! Oh. Hallo Dennis! Hammer. Hallo. Oh, da ist Dennis.
Ja, Dennis, wo müssen wir rein? Ja, komm doch mal mit. Ja, komm doch mal mit. Oh, das ist ja einiges. Das ist ganz schön voll. Das ist ja einiges. Das ist einiges. Komm, da bist du hier. Ja, Ben, voll unauffällig. Ja. Heilige Scheiße. Boah, das ist eine riesendose Knabe, Malz. Wir haben jetzt die Chance, daran vorbeizulaufen oder hier bin ich. Was sagst du? Was du? Was du machst? Ich kann an den Leuten vorbei. Ja, gerne. Dann machen wir das. Hallo! Wo rennt Dennis hin? Hallo? Oh, Mensch. Schaut mal, was es hier gibt. Lecker, lecker. Knabe rein! Knabe rein! Viel Spaß. Knabe rein! Knabe rein! Hey, Flo! Knabe rein! 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 Ah, Dennis, Dennis! Knabe rein! Knabe rein! David rein? Komm rein! David rein! Ach, wir gehen jetzt hier rein ins... Wir gehen zum Laienkonzert. So schnell wie möglich raus wieder. Ja, wo müssen wir lang? Dennis, so schnell wie möglich raus. Ach, wir müssen Dennis folgen, okay. Ich war hier noch nie drin. Ein was? Ja, gerne. Also Max muss ja noch nicht direkt auf den Balkon. Shit. Sind wir falsch? Sorry. Gerne später. Wir sind, falls ihr mich hört, wir sind gleich wieder da. Noch sollte alles gut. Hoch und dann nicht. Danke, aber die Kamera. Wegen Messer. Hört man mich noch? Ja, wir haben gerade noch Signal. David, er hat sich wehgetan übrigens, aber der ist ein Roboter. Mama Robodance. Stark, 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 stark! Super, super. Die wollen hier in Ruhe lesen. Die wollen hier in Ruhe lesen. Da lang! Ja, gerne. Du weißt, du musst aber Foto ready haben. Bitte schön. So, ist alles bereit? Frau Schrobel? Alles ist bereit. Hier ist der DJ. So. Hallo. Hallo. Bodenlos, bodenlos, Hendrik. Hendrik! Das ist einfach frech. Okay. Brügge, was geht? Hallo. Alles Jutti. Wir haben schon. Herr Präsident. Super, super. Daniel, Mensch. Und noch ein Daniel. Noch einer. So. Ist ein bisschen. Ist es vom Sound in Ordnung? Ich zeig mich mal noch nicht, ne? Ja. Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Sie sind noch nicht von dran. Und Ben von vorne. So, Chef. Alle Situationen werden hier mit aufgenommen. Wer ist denn so alles da? Sag mal hier. Super. Das ist der Chef, das ist der Chef. Hallo. Christian Baltes. Wo kommst du nochmal her? Da, wo man seine Cousine bumst und so, ne? Genau, da, wo gerade alles leider überschwemmt ist. Deswegen grüße ich ihn raus ins Saarland. Saarland, das war's. Hallo, hallo. Leute. Hallo? Hallo, hallo. So, was mache ich denn mit dem Pfand? Perfekt, so schnell geht's. Pfandsystem. 20 Cent. Einfach runterschmeißen. So, das ist das Rathaus. Guck mal, ich zeige euch mal die Stadt. Das ist das Rathaus. Ich will jetzt Max nicht sein. Moment. Da hinten ist ein Top-Dönerladen. Habe ich immer um 3 Uhr nachts Döner gekauft. Also er ist nicht so geil, aber das Einzige, was offen war um 3 Uhr nachts, bin ich ehrlich. Immer von Freaks Feierabend gemacht, okay. Durch die Altstadt, genau die Route wie eben. Da zum Bus, mit dem Bus nach Hause, aber vorher noch schön Döner geholt. Wenn ich zu wenig Geld dabei hatte, dann Soße in Brot.
gibt's ja auch. So, was mache ich denn jetzt? Ich brauche mal so einen Schein. Habt ihr mal eine Rede? Frag mal Hannes. Ich muss ja jetzt auch Rede halten und so, mit den Dioptrien. Jo, hallo. Das war Nick. Das war Nick. Ich bräuchte noch Ablauf, Rede, Moderationskarten. Ich halte auch eine französische Rede an die Carmencore-Fans. Kann ich jetzt schon mal liegen. Aber die schreibe ich natürlich nicht selber. Ich habe ja mein Team. Mein, wie sagt man, Wahlkampfteam? Nee, wenn hier Trump, der hat auch sein Politikteam oder so. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Mike ist im Chat. Ich mich an wie ein Roboter. Warum ist Mike nicht hier? Ich bin C3PO. Ja, okay. Stell dir vor, du gehst in die Bibliothek und willst einfach nur in Ruhe ein Buch lesen. Die Literatur. Ja, das war's komplett. Naja. Jutti. Boah, aber das ist hier ein bisschen wie in Helms Klamm. Du brauchst halt eine Kiste, um drüber zu gucken. Ja, ja. Kann man hier durch? Also, das ist meine Moderationskarte. Ich gehe das nochmal durch. 14 Uhr geht's. Es ist an. Alle hier, Roger. Wir sind ja vor der Zeit. Perfekt. Danke. Hallo, Chef. Sie hier heute. Ja, ich dachte, ich schau mal wieder vorbei. Ja, das ist ja schön. Ja, das ist auch schon eine Fahne, ne? Schön gediegenes Wetter auch. Ja, also nicht zu viel, aber noch nicht zu wenig. Nee. Von welchem Sender sind Sie denn? Ich bin von. Haben Sie gerade ein Foto gemacht? Sterni TV. Ich bin aber nicht von der, nicht von der Konkurrenz. Ne? Also Knabe ist immer noch der Beste. Ja? Super, super, super. Aber Sterni TV ist ganz neu in Berlin. Aha, aha. Ja, Abonnement 1 Euro. Oh, das ist aber ganz schön viel. Jetzt hat ja, ihr weniger als bei der Zone, ne? ja, okay. Ich so. Geh mal wieder. Ja, also Kevin, hast du mitbekommen? Wir machen das jetzt, ne? Was? Na, die Show. Ach so. Ja. Also, wir können das mal... Das ist für YouTube. Ah, okay. Können wir alles rausschneiden. Du kannst jetzt sagen, was du willst. Ja. Naja. Das ist live, ne? Schön, dass du wieder da bist. Ja, so. Ja. Wie war Kreta? Ja, war super. Ich habe mir ein bisschen da einen reingestellt. Schön Bifteki gegessen mit Feta-Käse drin. Oh, Bifteki, Digga. Ja, unnormal. Ja. Und Sonnenbrand geholt. Boah, unnormal entlohnt. So, also, wir kommen an, das ist jetzt. Na, erstmal kommt er hier. Ja, ja. Ab oder bis dahin? Wahrscheinlich bis dahin, ne? 20 Minuten. Naja, eigentlich. Also, er kommt, das machst du dann. Dann kommen wir drei. Nein, ich und Brücke holen die runter. Haben wir geändert. Ich komme mit euch dreien zeitgleich. Okay. Ihr nehmt den schön runter. Genau. Das ist so ein bisschen wie Malfoy mit Crap und Goyle, weißt du? So kommen wir hoch. Okay. Ja. Und dann kommt wieder zurück und du musst dann schon mal ein bisschen winke. Ja. So, hier. 14.23 Uhr passiert das. Also wir starten, glaube ich, 14.20 Uhr. Ja. 14.23 Uhr kommen dann wir und schlagen den zusammen. Dann lasse ich mich feiern. Ja. Stimme Fangesang an. Und dann halte ich meine Rede. Genau. Nach der Rede. Yeah, hast du die Rede gesehen? Du musst da mitmachen. Ja, ich habe gesehen. Zwei Stellen. So, dann rufst du die Spieler und Coaches einzeln auf. Genau, also ich rufe die einzeln auf. Die gehen einfach nur kurz hier hin und winken kurz mal 5 bis 10 Sekunden. Ja. Dann übergibst du wieder an mich. Genau. Beziehungsweise kannst du auch das sagen. Genau. Dann sag ich zu jedem ein paar Sätze. Genau. Und die machen dann jeweils ihre Aktion. Genau, also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel zu Vertigo sagst, ja, klasse Typ, dann sagst du noch hier Vertigo, du wolltest auch was machen. Ja, das sagst du immer dann jeweils. Ja. So, und dann holst du die Pokale, Brücki holt die Pokale, wir zeigen die. Ja.
dann haben wir Pringles-Dusche. Also genau, also er holt beide Pokale. Ja. Und dann heben wir praktisch beide Pokale gleichzeitig hoch. Also machen wir die Kickzahl dann so 3, 2, 1 und dann werden beide Pokale hochgegeben, hochgehoben mit Pringles-Dusche. Und das dann ein Ding. Okay. Haben wir Handmikrofone? Ja. Ich glaube, ne? Ja. So, dann. Und dann gibt es nochmal einen extra Pokal. Genau. Genau. Kurze. Ja, genau. Was ist das? Dann stoßen wir zusammen an. Also dann machen wir selber Spiel. Ah ja! Ja, ja. Dann saufen ja. Wir aus dem Saufen. Ja. Genau. Und dann gibst du an mich wieder ab. Und dann mache ich die französische Rede. Genau. Und dann kommt Brügge mit dem neuen Trikot. Ja. Kurze Mondschau. Ja. Und dann sage ich das. Ja. Und dann singen wir die Hymne. Ja, und dann gehen wir zum Boot. Und dann gehen wir zum Boot. Ich tanze nur, wenn sie Muschi-Pro spielen. Komm, tanz jetzt. Karl wird heute Crowdsurfen. Das ist Karl. Karl Winkmar. Julius. Julius. Was macht der Pillermann? Der Tower. Oh, hey. Davon wird man blind. Judy. Hast du mal, wie viel sind denn da? Würde mich mal interessieren. Ich bin ja Frankreich-Experte, also wenn du noch... Nö, ich hatte ja 13 Jahre Französisch in der Schule. Also mein Franz... Ist das echt, oder? Ah, das ist noch von der Baller League. Ja, mal so. Hatte ich noch drin? Super. Okay. Muss ich aufpassen. Muss ich auch so eine haben? Nee, danke. Eine zweite dabei. Nee, alles gut. Ich muss so viel in der Hand halten. Das schaffe ich nicht. Ja. Hallo? Das ist nur ein Test. Ihr seht sehr schön aus, muss ich sagen. Hört ihr mich? Ja! Na gut, ich gehe erstmal wieder. Bin gleich da. Ist das scheiße, ey. Max, für dich auch gleich, wenn du sprichst. Das ist ein Knabe, entschuldigen Sie. Ja. Das ist der Sweet Spot wegen Rückkopplung. Nicht zu viel hier reingehen. Am besten immer nur hier oben stehen. Okay, alles klar. Jutti, ist so doof bodenlos, ne? In fucking Spandau. Ja, aber Schmeiße ist halt warum nicht gleich im Reichstag? Ja, ist echt wahr. Naja. Und hier ist Markt. Und die denken sich auch, was geht da ab? Oder die Leute, die heute zur C&A wollen, was denken die sich? Naja. Ja, und hier ist auch schön Wasser. Hier ist schön Wasser. Das stinkt immer ein bisschen nach Scheiße. Aber Maxim sagt, es riecht schön nach Fluss. Die haben ja tolle Blumen hier, also das sieht man auch von unten alles. Naja. Da ist Mori und Sterz. Ah, Herr Presi, na? Na, was tolles Haus hier, hä? Wie war der Wahlkampf, Herr Lange? Wie war der Wahlkampf, Herr Lange? Presi, ja, ergiebig wie eh und je. Wir haben Sie vermisst. Ja, glaube ich, aber ich habe heute natürlich auch Wichtiges zu tun. Das glaube ich, aber ich habe Ihnen was mitgebracht, wenn Sie wollen, für den Balkon, für den Garten. Ja, dann wächst das so ein bisschen. Dann können Sie hier im Gurken mitmachen. Na, guck mal, ja, der Grünpolitiker. Diese Linksextremen wollen hier direkt wieder mit Bestechung um die Ecke kommen. Ihr seid doch alle gleich. Aber schöner Dill. Packen wir mal lieber ein. Für Balkonien. Ja, bei dir alles gut? Ja, sicher. Ich wollte mir gerade was zu trinken holen. Bei Henning mal ein bisschen was zu trinken. Wenn unser Bürgermeister schon da ist, haben wir wenigstens einen Politiker, der heute kommt. Ja, super. Hier kannst du ja Spezi nehmen, denke ich. Ach so. Geht's so mit der Schulter, Ben? Super. Ey, das ist so geil einfach.
Aber es fehlt noch ein bisschen, dass wir dann schön. Eigentlich müssen wir noch so mit so einem Cabrio durch die Altstadt fahren. Oh ja, stimmt. So, das machen die Bayern auch. Aber so eins, weißt du, wo so eine Mittelstange ist. Weißt du, so ein altes Ding. Jungs, einmal in die Kamera gucken, bitte. 3, 2, 1. Cheers. Die Presse. Super. Ich mach mal eine Insta-Story auf. Bin ja, man muss ja am Zahn der Zeit bleiben. So, liebe Leute, ich bin hier gerade mit meinem Kamerateam auf Balkonien. Wir feiern heute die Meisterschaft und hier sind auch schon ordentlich Leute da. Google sind auch da, Freunde. Also schaltet ein. Supi. Wir haben noch nicht durch. Kein Bubatz in Bulli-Stadien, habe ich hier auf meiner Timeline. Im Stadion greifen Maßnahmen zum Jugendschutz. Öffentlicher Cannabiskonsum in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen ist verboten. Clubs der ersten zwei Fußball-Bulli bestätigen das Verbot. Gut. Wissen was? Schön. Ich bin ganz schön gespannt, wie das jetzt wird. Wir machen jetzt hier eine schöne Dreiviertelstunde, Stunde Programm. Und dann, ich hab's euch ja auf Google Maps gezeigt, geht schön mit der Polizei zum Boot. Und da hauen wir uns ein bisschen was in die Kiemen, ne? Herr Presi, wir können Sie nicht sehen. Nee, bist du blind? Hier bin ich. Hallo. Okay, mal bitte alle, die mit dem Spiel tun haben oder nicht fotografieren. Ich muss jetzt auch weg, aber du filmst einfach, was hier passiert und ich komme dann später. Die Leute wissen ja noch gar nicht, dass ich da bin. Vereins. Und dann, der Silvester, alle. Oh. Ich habe jetzt die Person, auf die ihr alle wartet, den Chef des Vereins. Herzlich willkommen, unser Investor. Hallo, Er kommt schon mal. Mein Mikrofon funktioniert
auch nicht mehr. Heute, ja. Ich hab's vorgelegt. Das war? Wollen wir doch tauschen? Gutes Schlusswort! Ja. Ey, mein Mikrofon geht wieder. Hey, es geht wieder. Soll ich einfach mal meins rüberreichen? Hallo, Fans. Jetzt wartet doch erstmal, was ich zu sagen habe. Was für eine Saison. Deutscher Meister. Europameister. Und damit sind wir auf dem besten Weg, ein Big City Club zu werden und nach Berlin umzuziehen. Frau Strobel, machen Sie doch mal was. Ja. Frau Strobel, bitte. Ich bin der Präsident. Ja, es tut mir leid, aber da kann ich nicht helfen. Vom Investor, oder? Checkt er nicht mal die Technik vorher, der Amateur? Ja. Wir haben den fachgerecht entsorgt. Hey, geh mit der... Weg! Weg mit dem Mikro! Niemand lacht. So. Ah, die Kollegen von der Polizei sind auch da. Grüße. Naja, hier läuft alles nach Recht und Ordnung. Naja, wir sind alle artig, ne? Also. Ich habe eine Rede vorbereitet, die würde ich jetzt einmal halten wollen, zur Feier des Tages. Hier schön am Balkon hier mit den Blumen, haben sie schön gemacht hier bei der Stadtbibliothek, finde ich, nein. So, meine Damen und Herren, ich bin wieder zu Hause! Naja, jetzt jubeln sie alle. Dabei wart ihr Deppen es doch, die mich letztes Jahr abgewählt haben. Ich meine, ich habe ja schon viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Aber mich abwählen für den Brückmann. Und dann noch dieser Investor, den ihr euch an Land gekarrt habt. Ohne mich läuft doch ja nichts. Und diese Schmalzlocke, da, die ist jetzt weg. So, naja, ihr kriegt mich jetzt nicht aus. Habt ja selber gesehen, was ohne mich läuft. Nichts. Ohne sich haben wir zwei Titel gewonnen. Sag jetzt mal. Naja. Du hältst jetzt mal dein Maul. Also, die Zeit meiner Freistellung habe ich natürlich nicht blöd rumgesessen, so wie du auf Kreta. Hat die ganze Welt gesehen in deinen Insta-Stories, wie du dir da die Kiemen voll schüttest, da der ganze Eigen in deine Rüstung. Und dann nur schön Pool. Und dann am Poolrand bist du, hast dich aufs Maul gelegt. Da habe ich gut gelacht. Naja. So. Also ich habe die Zeit gut genutzt mit meinem Geheimprojekt, die Baller League. Das habt ihr alle unterschätzt. Aber jetzt sind wir da. Ich habe Eintracht Spandau in den Mainstream gebracht. So, wir sind da. Der Poldi kennt uns jetzt zum Beispiel. Wir waren in der Tagesschau. So, während du am Poolrand dich hingelegt hast. Es war... So, aber jetzt hat der E-Sport mich wieder.
Resi ist weg und dieses Mal für immer. Und wenn ich noch einmal Knabe raushöre, gibt es direkt Stadionverbot und den Satz warme Ohren, dass der klar ist. So. Nein, 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 ja, ja, rein, rein. Film mal, für die Produktion, Knabe rein. So. Ja, Miller, halt drauf. Habe ich auch nicht initiiert. Ist ja klar. So, aber jetzt mal kurz im Ernst. Diese Saison haben wir Geschichte geschrieben. Vor 3 Jahren haben wir es in unserem Announcement-Video gesagt, das ist E-Sport-Geschichte. Und 3 Jahre später stehen wir hier. Ja, was für Prachtexemplare wir sind. Oder? So. Und haben es geschafft. Kraft. Mit euch. Wir haben 3 Jahre Blut, Schweiß und Tränen von uns gegeben. Ihr auch, wir alle haben gelitten. Wie oft sind wir in den Playoffs in der ersten Runde rausgeflogen, muss man mal sagen. Wie bitte? Ja, dachte ich auch, es wäre ein Fluch. Ja, wir mussten ja nur besser spielen. Ja, eben, das war ganz simpel. So. Wir haben Erinnerungen geschaffen, die viele von uns, und da gehe ich schwer von aus, niemals vergessen werden. Oder? So. Ich würde sagen, darauf kann man stolz sein. Oder Spandau? Aber heute soll es tatsächlich nicht um mich gehen. Kevin, komm mal näher. Du bist gefeuert. War Spaß, ich hab's vermisst. Ich war Spaß. So. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Spieler ranholen, oder? Ja. So, darf ich da einmal nochmal? Sonst bin ich so klein. Ich bin nur 1,75, versteht ihr? So, habt ihr Bock, oder was? Ah, fangen wir mal bei der ganz oben an. Top-Lane. Vertigo! Sehr schön. So. Und im Ja, kann er. Ist kein Problem. So, dann in der Midlane, ihr kennt das, ne? Ist ja praktisch, in den Playoffs haben wir gesagt, Tristan Al-Ghaib, ne? Power of Evil! Ist das so ein Gameplay? Natürlich, natürlich. Klasse! So, dann! Unten, ne? Da, wo die sich da die ganze Zeit knüppeln. Aber einer, der kann richtig gut zuhauen, ne? Das ist Funky! Sehr schön. Ja, und dann hier mein, ich hab's euch natürlich erzählt, aber es ist mein Sohn, Lille! So, und dann hier so ein Bär, der hat die gegnerischen Drafts aber ausgetribbelt, da ist Messi am Witz gegen, praktisch, ne? Chicken Hero, unser Headcoach!
jetzt da. Die Gegner, die bereiten sich ja vor. Aber nicht gegen den Herrn, ne? Unser Assistencoach Xanti! Das mit dem Geld, das machen wir dann noch mit der, also das. Chris ist mal Kasten, spielt sie. Ja, und unser Analyst, die Daten sind ihm nicht sicher. Ihr müsst aufpassen mit eurem Passwort und so. Lexelot! Das ist auch mittlerweile gelöst, damit du dich umbenennen kannst. Naja. Ja, das sind die Jungs, ne? Das ist ja fantastisch. Ich hab ja zu Hause von meinem Schinssessel. Wolltest du noch was sagen? Eine Sache noch. Genau. Ich sag mal, wir spielen jetzt ja auch demnächst. Also nächste Woche. Aber es ist ja während der EMEA-Masters-Zeit, vor allem wenn man so gut spielt, dann kommen schon die ein oder anderen Teams, ne? Und wollen die Spieler haben. Aber ich bin ja ein guter Manager. Ich war Urlaub. Ich habe eine einzige Linie geöffnet. Und weil das ganze Team bei so wie es ist. Ja, rein wirtschaftlich betrachtet ist das natürlich nicht so gut, Kevin, ne? Aber sprechen wir später drüber. Im Jacuzzi. Nachher, wa? Gut, ey, was wollte ich sagen? Wie bitte? Hey, Stadionwanne! Jetzt fällt eine Riesenfrechheit! Polizei, Zugriff! So. Du sollst das einmal filmen! Film das mal! So, jetzt kommen wir wieder auf mich. Schön. Also, was wollte ich sagen, bevor Kevin mich wieder unterbrochen hat? Also ich saß zu Hause auf meinem Schinssessel, Frau Strobel. Hatte ja viel um die Ohren mit diesen Bällen, Fußbällen und so. Und habe aber fleißig Liga der Legenden verfolgt auch. Die Jungs sind ja bei mir im Herzen. Ich habe ja auch übrigens veranlasst, dass der Tristan zu uns kommt. Schon vor 3 Jahren habe ich an dem hier graben. Ne? Klar. Naja. So, deswegen hat es mich natürlich sehr gefreut. Und auch ich würde gerne noch ein paar Worte zu den Jungs sagen. Bertigo, komm doch mal an meine Seite, mein Sohnemann. So. Vertigo! 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 Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Jo, das ist mega nice. Das generell hier, boah. Bleib mal am Boden, junger Mann! So, das habe ich nämlich gesehen von zu Hause. Du bist einer, der dreht schnell frei. Ja, und wir haben da nicht die härteste Hand. Da muss ich auch nochmal reden mit dem Kevin und mit dem schicken Hero. Also unter meiner, das wird jetzt anders beim kommenden Split, dass das klar ist. Aber hast du gut gezockt da, ne? Ich habe das einmal gesehen mit der Zockung im Chat und so. Habe ich auch immer mal mitgemacht. Aber ich sehe immer nur Zockung, ich verstehe es gar nicht. Die sagen immer, da ist so ein Emote dann. Bei mir nicht. Ja, sie müssen immer anmachen, den Chat. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall an ihrer Sitzhaltung müssen wir aber auch nochmal arbeiten. Aber Sie wollen jetzt auch arbeiten. Sie haben irgendwas mitgebracht, irgendeine tolle Aktion. Jo, also ich werde den Schuh nehmen und aus dem Schuh trinken. Und der müffelt ein bisschen, aber ich werde es trotzdem machen. Kevin, ist das... Ja, Mama! Ja, nee, mach mal hier oben. Das ist... Ist das abgesprochen auch, ja, mit unserem Sponsor? Ja. Kevin, wir haben... Das ist mein Schuh aus Kreta! Kevin, du hast auch eine pädagogische Verantwortung für die jungen Menschen hier. Oh, was ist denn hier los? Na gut, okay, wir machen mal weiter im Programm. Sansara, mein lieber raschen Friend. Wer ja, hallo. Komm doch mal ran hier. Du kannst Deutsch, habe ich gehört. Ja. Zieh mal den Kopf nach ein. Ja. Die Kamera sieht mich sonst nicht, Kevin. Du magst Eintracht Spandau?
Ja, Sir! Ich weiß, ich... Auch Grüße übrigens an die ganzen Marktbesucher, ne? Ja, also ich hab die gegrüßt gerade. Ich wollte dich mal was fragen. Ich hab das immer zu Hause geguckt und die haben immer von Analketten gesprochen. Kinder... Entschuldige mal, ich verstehe nicht. Anal-Chains. Kindle Gems. Ah ja, James, Kindle Games, ja, ich liebe das. Yeah. Ja, ich nicht verstehen, was das soll. Wow. Ja, ist ja auch egal. Also toll gespielt, toll. Ja, danke, danke dir. Ja. Kommen Sie bitte nicht so nah. Ja, willst du etwas sagen, Palais? Yeah, parle, yeah. So, hello everyone, I prepare something. Yeah, I prepare some German speech. Don't judge me hard, okay? Okay? Okay. Was sagt ihr? Okay. Meine Damen und Herren, mit Stolz und größter Freude steche ich heute vor Ihnen als Gewinner der EMEA Masters. Ich möchte dem Hinten hier danken, mein Trainerstab, der dafür gesorgt hat, dass wir auf das vorbereitet waren. Ein die Fans und Begeisterung und Unterstützung waren unglaublich. Endlich von Sie erst. Es ist unser erster Titel, aber nicht der letzte. Danke. Möchte ich natürlich ein paar Worte verlieren an Tristan Schrage. Komm doch einmal hoch. Ach, du warst schon links. Wa? So. Bei deiner Ankündigung letzten November. Da ging es ja heiß her mit Presse und so, ne? Ich war auch da, wusstest du das? Ach, du warst der Penner auf der Straße. Jetzt hör mal! Die haben mich abgesägt. Ich habe trotzdem supportet. War das der Kevin? Ja, Kevin war der Penner. Nein! Aber wir sagen Obdachloser, Christian. Tut mir leid. So, also, vor 3 Jahren hatten wir ja schon einen Skype-Call. Ja, ja. Ne? Da haben wir gesprochen, du da schön im Morgenmantel, ich aus meinem Büro. Und da haben wir das ja alles schon in die Wege geleitet, nicht wahr? Ja, das waren so die ersten Vorbereitungen, die wir getroffen haben. Richtig, richtig. Finde ich super, dass es jetzt geklappt hat, auch trotz meiner Abwesenheit, nicht? Aber bei so viel Vorbereitung kann ja nichts schieflaufen. Hast du denn noch was zu sagen und was mitgebracht? Ja, was soll ich sagen? Ich habe hier mehrere Multimillionen-Dollar-Verträge von LEC. Wie bitte? Zeig das mal in die Kamera. Kevin, ist das richtig? Der hat LEC-Angebote? Ja. Kevin hat keinen guten Job gemacht, aber ich weiß ja, es müssen noch mehr Titel nach Spandau. Also, weg damit! Phänomenal. Gut gemacht. Wir sprechen später, ja? So. Als nächstes hätte ich gerne hier oben mal Frankie und Lilith. Kommt da mal hoch. Guck mal, ich mache ein bisschen Platz. Jungs, was habt ihr mitgebracht? So. Ihr macht euch ja eher rar immer, ne? Ihr mögt ja nicht so das, ne? Also in der Aufmerksamkeit stehen und so. Ihr seid, und das schätze ich an euch. Ihr seid, wie die Jugend sagt, das habe ich jetzt gelernt, based. Das finde ich spitze. So, und auch. Ja. Und
Möchtet ihr noch, ich sehe schon, ihr habt jetzt hier was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das so in eurem Stile ist. Ihr könnt gerne starten. Ja. Oh, wolltest du noch was sagen? Man kennt das ja als die Böller-Botlane. Von daher haben wir hier was mitgebracht. Haben wir das mit dem Veranstalter geklärt? Haben wir das mit dem Veranstalter geklärt? Büro? Habt ihr Büro mitgebracht? Spinnt ihr, Kevin? Büro, denkt ihr, ist toll für Brüche. Gut, wie lange hält das jetzt an? Ja, ungefähr. Ja, 10 Minuten. Oder? 10 Minuten? Das ist doch ein Chaos. Da ist die Polizei, die sehen das, seid ihr bescheuert? Hast du eine Maske? Nee, keine Maske. Du bist jetzt überall in den Nachrichten, du Vollidiot. Es ist so. Blau. Also, egal. Das raucht jetzt ab, oder? Na, der Oberwachtmeister, der schaut schon. Wie war es denn jetzt so zusammen? Also auch du, ne? Back to back hier, immer im Finale und der MVP letztes Jahr ja auch gewesen, jetzt hier das Double geholt. Finde ich toll. Wie ist das so für dich alles hier? Sehr aufregend, oder? Durchaus aufregend, ja. Also ich bin mega glücklich, dass ich mit Lil zusammen spielen kann. Das war eigentlich immer schon so mein Ziel für dieses Jahr. Und das meinte ich mit Bass, ne? Die sind einfach auch süß, sagt meine Frau auch immer. Ja, Lil vor allem ist besonders süß. Ja, ist natürlich unglaublich. Also, ja, einfach toll. Freut mich, sehr schön. Dann nochmal Applaus fürs ganze Team abschließen, Leute. Und abschließend würde ich sagen, holen wir nochmal den Coaching-Staff hoch. Mit allem drum und dran, allerlös. Head Coach, Assistant Coach, meine Damen und Herren, denn ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, auch von außen betrachtet, als Uninvolvierter, ohne diese drei Herren hier, über den vierten reden wir nicht mehr, ohne diese drei Herren hätten wir nicht einen Titel geholt. Applaus! Und ich mag ihren Stil. Selbst wenn man gewinnt, haben sie noch was zu meckern. Das finde ich immer sehr sympathisch. Und das verhilft einen dann ja auch zu Trophäen, nicht wahr? Nach unten buckeln, nach oben treten. Deswegen dürfen wir gegen Big nichts mehr sagen. Die sind so weit unten. Da. Versteht sich, ne? Scheiß Big, oder? Scheiß Big, 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 scheiß Big. Ja, da haben sie wieder was angezettelt, das geht auf ihre Kappe. So, sie sind neu hier und unbezahlt, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Kevin, da muss ich dir ausnahmsweise mal beglückwünschen, das ist ja phänomenal. Aber alles rechtens, oder? Also laut Arbeitsschutzgesetz und so. Okay, haben Sie denn viel Spaß hier? Spaß habe ich ja. Super, das ist doch die Hauptsache, nicht wahr? Ja, wie kommt es dazu? Sie hatten vorher noch keinerlei Erfahrung, jetzt sind Sie hier bei der Eintracht und gewinnen 2 Titel. Das ist ja phänomenal. Sind Sie ein Wunderkind? Das kann man so sagen, actually, ja. Stark, stark, stark. Dann nochmal besonderen Applaus. Wir haben ein Wunderkind. So. Und Sie sind ein Ritter. Sir? Ja, Sir Lexelot. Lex wie Leggen. Ja. Also Verzögerung, nicht das, was dieser Markov immer macht. Okay, also Sie sind Ritter. Das ist ja erstaunlich, dass wir Sie hier bei der Eintracht begrüßen dürfen. Aber Sie sind ja auch schon seit drei Jahren am Start. Immer hinter den Kulissen tätig. Keiner weiß immer, wer ist dieser Lexelot. Sir, entschuldigen Sie. Das ist er, Freunde. Der analysiert die Gegner durch und durch. Der analysiert dieses ganze Fehlverhalten. Zum Beispiel auf der Midlane dann auch mal, ne, und sagt dem Tristan, junger Mann, ne, oder wie läuft das dann ab? Ja, also den Tristan darf ich nicht duzen, ne, das finde ich Herrschlage, aber dem darf ich auch gar nichts sagen. Nicht. Ah, okay, also machen Sie gar nichts? Doch, bei den anderen schon, aber Tristan ist Herrschlage. Versteht sich. Und wie läuft das dann beim anderen? Gehen wir davon aus, die untere Linie, wie sagt man, die intet fett. Was passiert dann nach dem ersten Match in einem sogenannten Best of Five? Also mir wurde auch erstmal überlegt, ob wir mich wieder einwechseln. Vor allem, wenn der Funky
würde, wenn da die Kommunikation nicht stimmt. Ja. Muss man wechseln. Okay, aber Sie analysieren dann und sagen denen, was sie spielen sollen? Oder wie ist das? Ich bin ja auch nicht ganz drin immer. Also eigentlich mache ich gar nichts. Okay, verstehe. Dann nochmal besonderer Applaus, bitte. Für unseren Ritter. So, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ne? Wir sehen uns nachher im Jacuzzi. So, Kevin, was steht jetzt an? Wir haben ja jetzt die Spieler gesehen, ne, Coaching-Staff. Aber wir haben ja auch was gewonnen, verstehst du? Ja. Und das könnten wir uns eigentlich auch mal anschauen, wie das aussieht, ne? Wollen wir mal die Pokale uns angucken? Hör mal! Bring die mal ran hier! Let's go! Oh! Oh! Oh. Das ist ja... Da kann die Medaille leider kaputt ist, aber komm, ich weiß auch. Was haben wir hier noch? Haben wir sogar noch was? Da muss ich auch mal fragen, wieso ist denn das vom Fischerpreis? Haben Sie das geschenkt, Herr Westphal? Kevin, hast du geprüft, ob der echt ist? Ich habe einmal reingebissen und dann hatte ich den halt im Mund gehabt gleich. Ja, so sieht der aus, das ist ja Weihnachtsschmuck. Ja gut, da wollen wir jetzt mal nicht die Breitig gegen den Karren fahren hier, ne? Die kommen ja auch aus Spandau. Ach, die sind hier, da können wir ja vorbeigehen mit den Dingen, mal fragen. Ja, wir können mit dem Schiff gleich mal reinfahren an die Bude. Verstehe. Gut. Achso, ihr Mike. Ja, genau. Ja, ich dachte, wir machen jetzt hier mal so einmal so ein Jubel, verstehst du? Also alle zusammen, mit dem Team, wir kommen hier mal alle zusammen. Kommen mal alle nach vorne. Ja, das MVP-Ding, das ist so klein, das seht ihr von hier, also das ist... Ja, scheiß drauf. Soll das hier? Ja, es... So, wir müssen hier so einen Platz machen, damit wir alle ankommen können. So, und dann zähle ich hier gleich mal runter und dann machen wir... Oh, ihr könnt noch so, ne? Ja, so sehen Europameister aus! Sehr schön! Und, habt ihr noch eine für mich zu essen? Hier drin liegen ja, war das gerade eine Pringles-Dusche? Hast du es drauf? Hast du die Pringles-Dusche drauf? Klasse! Die schönen Haare! Ja, schon. Julius ist auch der Meinung. Klasse Leistung. Sehr gut. Pass auf hier mit dem. Pass auf! Deswegen die Folie! Nein, lass ihn hier! Der darf nicht. Ja, den würde ich wieder zurückgeben. Achso, da muss ich. So, jetzt der andere Pokal, ne? Da haben wir doch schon. Achso, ah! Aha! Stimmt, haben wir noch, Also aufpassen, Nick. Stehe in der Spezi drin, verstehst du? Das ist die. Geht. Nein. Kein Problem. Arbeit hier macht immer Spaß. Komm doch mal hier rüber. Und zwar haben wir noch ein Pokal bekommen. Du kannst dich auch mal drauf. Und wollt ihr dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Achso, ja, dann komm doch mal ran hier. Die Fanini hat hier auch was organisiert. Dann geh doch mal hier rein. Auf. Moin Spandau! Also wir sind uns alle einig, dass dieser Fans. Komische EMEA Masters Pokal eigentlich irgendwo in die Kanalisation gehört. Das sieht einfach nicht aus, oder? Ja, und in Spandau, ja, das ist ganz wichtig, da soll man aus dem Pokal saufen können, oder? Und man sollte wissen, wer gespielt hat, ja? Kurzer Sidequest. Deswegen, von uns Fans, einen Pokal, aus dem man fucking nochmal saufen kann, ja? Und man sauft daraus. Wow! Gesponsert bei Fanini. More. Oh, das ist ja so schwer. So, jetzt sauf! Sauf! Ja.
Hand an. Keine Ahnung. Wir ja, wollen auch mal saufen. Warte, ich füll nach. Nee, ich hab auch nicht. Ja, mach du es. Doch. Dann ist einfach. Alter. Ja. So. Oh, Alter. Muss man Mikro. Hier, ich hab das extra weggehalten. So, Freunde. Darauf habe ich 3 Jahre gewartet. Prost. Jawohl! War ein bisschen gierig, ne? Was passiert? Oh, mal ein T-Shirt? Naja. Ich glaube, wir haben noch mehr. Ich habe jetzt noch was vorbereitet. Wie Fangesang? Hier steht was anderes. Ich soll jetzt meine zweite Rede halten, Herr Yannick. Haben Sie doch noch mal einen Fangesang vorher. Ein Fangesang vorher? Ah ja. Wo steht das denn? Na gut, dann mal. Die machen das doch. Ich sag mal hier. Herr Tiger, wir brauchen jetzt einen Fangesang laut Skript. Gut, super, dann legen Sie mal los. Da weiß ich jetzt auch nicht. Das ist was dieser Verein. Und das ist aber die Hölle! Ja, das war fantastisch. Ich hoffe, unser Staff ist zufrieden. So, nehmen Sie mal meine Moderationskarte an. Also, das ist jetzt wichtig, dass wir das auch drauf haben für die internationale Zuschauerschaft. Halt mal Dino. Ja. So. Ich richte jetzt mein Wort an Carmen Korb. Bonjour. Carmen Korb. Bonjour la France. Je suis le président Knabe. La président. Nee, le, ne? Gut. Nous sommes le Eintracht Spandau. Et nous sommes le team avec le best fans in Europa. Jubel! Monsieur Cameto. You may be the CEO, mais je suis le président! Merci. Maybe nous jouerons against each other in la future. Parce que vous étiez scared. Vous dodged us twice. Shame on you. Nous sommes gefahren, allez, avec le bus à Paris. Ja, da waren wir in Paris. Ja. Also auf Französisch. Genau, Auswärtsfahrt. Mais nos Carmen Corp. Je message Cameto, tu replied, nous sommes en Paris, but n'a pas Cameto at all. Ja, 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 ja. So. So. Ja. Nous sommes gekommen in Halbfinale EMEA Masters, mais no Carmen Corp again. Europa-Pokal! 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 Carmen-Korb, dommage. Das heißt Schande, glaube ich. Ah, okay. Vous voulez jouer avec moi? Nous sommes ready!
Mais until, dann nous sommes Europameister! So, au revoir. So, halt mal meine Rede, du Arschloch. So. Jutti, dann würde ich jetzt sagen, haben wir noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Wie Sie sehen, sind ja unsere Trikots totschick, aber wir sind ja jetzt Meister. Was heißt denn das, wenn man Meister ist, Kevin? Dann gibt's da eigentlich einen Boni auf dem Konto. Nein, dann Arschlecken. Dann hast du einen Stern. Ach so, ein Stern. Na, jetzt hör aber auf. Und aus diesem Grund habe ich veranlasst, das ist quasi meine erste Amtshandlung wieder, eine kleine Modenschau für Sie mit dem Starmodel von Spandau. Brückmann! So, komm doch mal mit der Kamera hier rum. Wie Sie sehen, haben wir einen Stern auf der Brust. Genau, ich mach mal runter, sonst sieht man auch dein Bäuchlein. Genau da. Und ich darf voller Stolz verkünden, dass ab sofort Knabe Malz Haupttrikotsponsor wird von Eintracht Spandau. Und damit hört es noch nicht auf. Ich habe eine weitere Ankündigung mitgebracht. Ich war nämlich nicht untätig, wie der Kevin am Beckenrand auf Kreta. Ich darf verkünden, am 7. bis 9. Juni haben wir einen Stand beim Spandauer Havelfest, welches wir auch Spandauer mit Eintracht Spandau. Das Havelfest von Spandau! Weil die Mucke da raus war zwar auch schön zum Tanzen, ne, können wir auch mal, aber gut. Komm mal hierher. So. Was mit dir? Du auch? Hier. Stimmst du an, oder was? Achtung. Ja. Achtung. Weil es ist ein... Oh, ich kann in den Karton. So, seid ihr bereit nochmal für die Hymne mit den Jungs zusammen? Das ist kein Platz für mich. Tier, was sagst du denn? Und sie spät, von Berlin aus wird belebt, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt. Das musst du auch sehen. Das Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, liegen wir. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid die geilsten Fans. Spandau, Spandau! I can't see enough movement! Ja, wir sind verpackt! Julius! I can't see enough movement! Movement! Ja, Achtung! So! Spandau, Spandau, wir lieben dir! So! Und hier. Jetzt gehen wir alle! Willst du noch weiter? Hier! Hier. Bier! 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 Grüße an die Polizei! Die nehme ich fest! So, was machen wir jetzt, Kevin? Jetzt gehen wir zum Schiff! Saufen! Fahren! Also, ihr wollt einfach den Fahnenträger der Familie. Wir gehen da zur Härte und steigen unser Boot ein.
Und haben heute mal ein bisschen Spaß, ne? Vielen Dank, dass ihr da wart. Oh. Vielen Dank, dass ihr da wart. Im nächsten Split brauchen wir genauso viel Support. Wir holen die Meisterschaft erneut. Und jetzt feiern wir den ganzen Tag. Dankeschön. Da ist Spanner. Danke, Mille. Ja klar, gerne. Super, viel Spaß noch. Was ein Silberrücken. Ja, gerne. So, immer noch. Also, der Plan ist jetzt... Digga, das muss weg, das müssen wir einschmelzen und so. Ich gehe mich jetzt umziehen. Gleich. Eine Person möchte ich noch kennenlernen. Eine Person möchte mich noch kennenlernen? Auf dem Balkon. Auf dem Balkon? Ja, wurde mir so mitgeteilt. Schauen Sie mal. Okay. Herr Knabel. Hallo. Es ist mir eine große Ehre, hier Sie hier auf dem Balkon hier oben, wo Sie gerade Ihre Meisterfeier zelebriert haben, zu treffen. Ja. Freut mich, wer sind Sie denn? Ja, ich bin hier Präsident Krombacher Spezi. Aha. Ja. Den gibt's? Den gibt's, ja, den gibt's. Das ist ja spannend. Sieht. Ich habe versucht, mich Ihrem edlen Look anzugleichen. Ja, vielen Dank, ist Ihnen gelungen, durchaus. Ja, herzlichen Dank. Und was sagen Sie, wie ist die Feier bis jetzt so? Außerordentlich, aber jetzt geht's ja eigentlich jetzt richtig los. Jetzt geht's erst richtig los, jetzt geht's ja gleich aufs Boot, ne? Jetzt orgeln wir uns achtarmig mit Krombacher Spezi einreihen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, achtarmig finde ich gut, da bin ich dabei. Ich bin der Neunte. Stößchen. Prost. Ja, dann vielen Dank. Ja, hat auch schon genügend Knabemalz getrunken. Ja, ordentlich. Die ganze Stadtbevölkerung haben wir auch live on stream gesehen. Die orgeln sich auch den ganzen Tag Knabemalz rein. Ist hier beim E-Markt, am Markt, ausverkauft übrigens. Also da kriegen sie nichts. Ja, ja, da kriegen vielleicht haben wir was auf dem Boden. Ja, wunderbar. So. Dann freue ich mich, mit Ihnen anzustoßen. Ja, danke. Herzlichen Dank. Prost. Prost. So, ich muss jetzt auch los. Ja, machen Sie das bitte. Tschüssi. Schönen Tag noch. Gut. Das war interessant. Gut, ich ziehe mich jetzt um. Hi. Ja, klar, gerne. Bitte schön. So, jetzt musst du, Ben, irgendwen finden, der übernimmt, so lange wie ich mich... Kevin. Oder David Fein übernimmt so lange, wie ich mich umziehe. Oder? Ne, man hört dich da oben, das war nur für außen. Also ich gehe mich jetzt umziehen und du übernimmst? Ja, mache ich. Toll. Gut, dann schön, dass ihr alle da seid. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte ein Tänzchen aufführen. Wir gehen jetzt zu den Booten gleich rüber. Und bis dahin würde ich sagen, teilen wir uns noch mal schön vor der Kamera einen Knabemalz rein. Wo ist das Knabemalz? Hier. Gib mir mal jemanden Knabemalz, bitte. Weil da hatte jemand seinen anderen Mund dran, das möchte ich ehrlich. Nein, ich will es nur vorstellen. Dann zeigen wir, ich würde sagen, dann machen wir ein bisschen Kultur, das haben die Leute hier noch gar nicht gehabt. Komm doch mal hier rüber. Das habt ihr bestimmt nicht gewusst. Mola Adebisi hat sein eigenes Buch rausgebracht, die 90er Reloaded. Er erzählt über Viva, er erzählt über Boygroups and me. Hier seht ihr aber Blümchen. Blümchen kennen vielleicht die meisten von euch nicht mehr, aber ich kann ja mal einen ihrer meiner Lieblingslieds. Das war zum Beispiel wie ein Bum, 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 Bum heran. Komme ich immer wieder bei dir an. Es gibt kein Knabemalz mehr, ist alles ausverkauft. Lass mich mal ganz kurz, ich bin ja gerade in einem wichtigen Gespräch mit den Leuten. Dann war zum Beispiel auch Kleiner Satellit, war einer meiner Lieblingssongs von ihr. Naja, das findet ihr alles in diesem Buch von Mola Adebisi hier auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir gucken uns das mal hier so ein bisschen an. Wo kleidet sich denn der Präsident Knabe um? Dann können wir ihm doch mal da reinfolgen und seinen Pullermann abfilmen. Weil wir laufen so rüber, dann könnten wir halt nochmal die Momente machen, wenn du. Aber David, wenn du Lust hast, wir können vielleicht einfach jemanden entführen. Das ist schon krass. Das machen wir, ja. Wen wollen wir entführen? Dich vielleicht? Vielleicht machen wir einfach mal Werbung. So, Hand of Blood ist natürlich ein interessanter Kanal, aber dieser Behind, da möchte ich immer sagen, so was Filmkritiken angeht, ist wirklich, der ist ein Tipp wert. Ich habe ihn abonniert gestern. Ja. Ich habe dich aber auch schon mal gesehen, wie du Videos von Wolfgang im Schmidt geguckt hast. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du.
Ja. Irgendwann bin ich hier. Ja. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Such dir mal jemanden anderen, der jetzt hier das Programm macht. So, ihr werdet jetzt entführt. Sag nichts, sag nichts. Wo ist denn Kevin? Keine Ahnung. Der wechselt seine Hose. Also wirklich. Hallo Dennis. Hallo. Ich habe kein Nerv für mich Programm. Echt? Okay. Hallo. Ich wollte eigentlich gerade mal deine Akkus überprüfen. Hey, check mal Akkus. Ich guck. Hallo. So lange ist es ganz gut. Ja, ich habe noch was anderes entdeckt. Galactus Stricken mit und von Star Wars. Ich gehe mal mit euch da durch. Ihr könntet euch hier zum Beispiel so eine kleine Ewok-Maske basteln. Oder guck mal, die Porks. Ist das schön? Guck mal. Was es hier alles gibt. In der Bibliothek Spandau. Spandau ist wirklich wie so ein Zauberland, wo es Dinge gibt, die gibt es so anders nicht. Habe ich nämlich noch nie gesehen, sowas. Habe ich noch nie gesehen. Was er jetzt bringt. Machen das hier. Hast du noch was? Nee. Hier gibt's noch einen Motor. Ganz kurz, ich habe hier noch was gefunden. Die Kraftbibel. Ja. Man weiß ja, ich habe ja mal die Boss-Transformation durchgemacht, aber das ist nichts gegen den, was in der Kraftbibel steht. 100 Übungen für den gezielten Muskelaufbau. Flo? Ich zeig dir jetzt eine Übung und du machst die jetzt hier vor der Kamera. Ja, ich nehme dein Board. Wir planken. Und dein Handy. Ja, planken. Das hier. Bitte einmal planken, bitte. Mach ich. Die Leute. Ich lese mal. Nee, Liegestütze. Ausgangsposition: Nehmen Sie den Vierfüßlerstand am Boden ein. Der Rücken ist gerade und der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Jawohl. Groß ist richtig. Runter. Eins. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Beugen Sie die Ellbogen, bis sich der Oberkörper noch knapp über dem Boden befindet. Anschließend strecken Sie die Ellbogen und kehren Sie in die Ausgangsposition zurück. Super. Und jetzt müsstest du mindestens einen Muskel mehr haben. Du sagst, wenn ich stoppen soll. Nee, sag ich nicht. Hier, dieses Buch, das ist, holt euch das, von Tobias Kuhn. Okay. Thank you. Sehr gut, David. Das könnte eigentlich fast ein Format werden. Horst. Follow closely. Für all die Leute, die gerne früher die Wendy gelesen haben, und ich würde mich dazu zählen, könnt ihr euch hier Bilder angucken, wie Pferde. Guck mal, das ist doch super. Ist das ein glückliches Pferd oder was? Da, schau mal. Amerikanische Ureinwohner. Hier steht irgendwas von einer Strafe. Ich weiß nicht, das finde ich nicht so interessant, muss ich sagen. Zeig mal das Cover nochmal. Indianisches Pferdetraining. Das ist der Jakob von Future, ne? Selbstverteidigung und Prävention für Jung und Alt. Not bad. Das müssen wir auf jeden Fall machen. David, komm mal. Hier. Das finde ich gut. Selbstverteidigung. Selbstverteidigung? Boah, das ist ja ein krasser Move. Komm, den probieren wir auch aus. Warte, ich wollte ihn ausprobieren. Komm, ich mach. Versuch das Bild mal nachzumachen, jetzt hast du dir wirklich gegen. Nee, aber es macht nichts. Ich bin ja ein Dickkopf, du weißt ja. Werde ich mit über 50 einfachen Selbstverteidigungstechniken. Guck mal, eine Verteidigung ist zum Beispiel. Da greift dich jemand an und der andere ist so ein bisschen so tanzen. Ja. Und der ist so. Brofist geben. Guck mal, wenn du angegriffen wirst auf der Straße und dir jemand will dich kloppen, machst du einfach eine Brofist. Und alles ist gut. Und du hast jetzt hier? Hier vorne. Ja, geil. Yoga auch für Läufer. Ja. Also Yoga machen, während man läuft, ist auch toll. Müssen wir eine Anlegestelle hinterm Büro fassen. Achso, hier müssen wir dann raus. Ja, ja. Genau. Okay, Leute, also Max zieht sich noch um. Braucht noch ganz kurz. Alles Mögliche. Flo und Sven. Ihr würdet jetzt rüberlaufen mit euch. Ja. Für euch ist. Ja, dann machen wir das. Max kommt dann nach. Ja. Cool. Können wir nehmen mal die Freizeitung noch lesen hier. Schön. Er zockte Rentner mit miesen Tricks ab. Razzia gegen Enkeltrickbetrüger.
Und die erste FC Union wird da drauf. Warum ist die Eintracht hier nicht auf der Zeitung? Wir sind noch nicht dort angekommen. Ihr seid noch nicht da angekommen? Aber bald. Nächstes Jahr. Nee, dieses Jahr. Schon dieses Jahr. Meine AirPods. Ich bleib mit dem Arm immer überall hängen. Also ich gerade bin ich wieder hier, so ich bleib dann immer überall mit diesem Scheißteil hängen. Hier seht ihr nochmal das Innenleben von. Sind die überhaupt live? Die sind live. Das heißt, die hören sich meinen Scheiß an die ganze Zeit. Oh je. Ich dachte, die Leute sind schon geschlagen genug, die auf meinem Kanal rumeiern, dass sie sich da die ganze Zeit den Schrott anhören müssen, den ich erzähle. Sehr schön finde ich übrigens an Spandau, das haben wir vorhin gesehen. Hier sind übelst viele alte Leute, die hier durch die Gegend laufen. Du machst das so toll, Ben. Gemacht. Und das ist so eine Schere, die Eintracht-Spandau-Fans, und dann guckst du dir so durch und das Mindestalter ist so 60. So, jetzt müssen wir da lang. Ja, bei dem Markt könnte man natürlich auch direkt Spandau-Merch verkaufen. Mach doch mal einen guten Deal klar hier. Ja, machen wir jetzt auf dem Havelfest. Wirklich? Ja, ja. Macht ihr, was habt ihr für Merch? Warum habe ich eigentlich noch... Ich habe nicht mal ein Knabemalz gekriegt. Machen wir Bin noch, ich Max machen wir nicht noch. Mehr wichtig? Doch. Ich war derjenige, mich hat eben eine Frau angesprochen, die gemeint hat, bist du nicht der aus dem Breakdance-Video gewesen? Ja, ich bin bekannt. Ja. Aber ich werd nicht so behandelt, als wäre ich so. Oder? Ja. Ja, ja. Da reden wir gleich mal in Ruhe. Da reden wir nochmal in Ruhe. Ohne Kamera am besten. Ja, genau. Ja. Du musst sagen, wo lang? Hier lang. Sicherheitsdienst. Jetzt auf dem Boot, was planen wir? Breakdance. Wusstet ihr, dass wir da einen Jacuzzi haben? Jacuzzi? Wir haben Jacuzzi da? Hat Max gestern gar nicht gesagt, dann hätte ich doch mein Bikini mitgebracht. Mein Man-Kini hätte ich mitgebracht. Ich komme aus dem Osten, ich gehe einfach nackt. Stimmt, nice. Genau. Wir hatten im Osten ja früher nichts. Wenn wir in den Park gegangen sind, wir waren so arm, uns haben die Enten gefüttert. Genau. Nicht andersrum. Die haben uns gefüttert, ja. Den bringe ich jetzt auch seit 12 Jahren. Den habe ich zum ersten Mal gehört. Ja? Tatsächlich. Ja, der war sehr witzig. Der wird auch nicht alt. Der wird nicht alt, oder? Fall nicht nach hinten rüber, sonst ist das hier... Man kann sich, wenn man stürzt, den Arm brechen, habe ich gehört. Ja, oder so. Bitte? Man kann sich, wenn man stürzt, den Arm brechen, habe ich gehört. Ja, Mann, ja, das kann passieren. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt schon vertrieben verloren, mit unserer kleinen Halbzeitshow, die wir hier machen? Achtung, Bürgerstück. Ja, das ist gut, ich sehe. Ja. Also wir haben ey, ach, guck mal! Ich habe mich gerade im Livestream gesehen. Guck mal, den Film wollte ich mir noch, übrigens, wir machen jetzt hier mal eine kleine Kunde. Ich habe gehört, der hier soll gut sein. Sterben soll, heißt der. Hat 10 Punkte bei Filmstarts bekommen und denen vertraue ich. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Über den habe ich noch nicht gesprochen auf meinem Kanal, aber dann will ich demnächst. Ganz der Bär, finde ich. Habe ich meinen Kanal schon erwähnt? Nee, mach doch. Noch nicht. Mach ich doch nochmal, oder? Ja. Dankeschön! Dankeschön! Jetzt müssen wir nur noch den Namen hören. Wolfgang M. Nee. Nein. Robert. Nein, auch nicht. Es fängt mit D an. Dicus Longus. Dicus Longus. Ja. Ich würde gerne. Darf ich vor der Kamera rauchen? Ist das? Nein, ich glaube, das ist nicht appropriate. Ist nicht, darf man das auf Twitch? Ja, dann können wir keine Clips für TikTok machen. Ach so. Ah, ja. Ja, aber ihr könntet so machen, so David Hein raucht vor der Kamera. Das sieht man dann bei ingame.de. Ja. Ich meine, ich bin vielleicht nicht bekannt genug für ingame, aber... Also, David's, also David's, wenn du vorher sagst, dass das nicht gesund ist, dann... Nee, würde ich nicht machen. Pass auf. Also Leute, ich klär mal kurz auf. Ja, der Kanalname heißt David Heyer. Da. Ich sehe es nicht. Ich muss sagen, bitte. Auch. Der Witz ist... Irgendwo auf dem Weg von hier bis da ist er verloren gegangen. Ja. Und laufen. Der war vorher schon tot, aber das hat ihm den Rest gegeben. Ja. Haus- und Eigenbaugeräte. Ich würde auch gerne ein Eigenbaugerät haben. Ja, erzähl doch mal noch einen Schwank. Ja, Erzählung, ja. Guck mal, du bist jetzt von einem Millionen Publikum. Wir gucken gerade mindestens 3 Leute zu. Überweis mir Chat, Subs bitte. Chat. Ja, sonst jetzt sag ich Subs. Nichts mehr. Genau, ohne Subs sagen wir hier gar nichts mehr. Ohne Subs könnt ihr euch mal nämlich, wenn ihr so geizig seid,
könnt ihr auch mal was abgeben. Wir geben euch super viel Unterhaltung seit etwa 11 Minuten. 11,5 Minuten, ja. Ja, ich höre schon seit 5 Minuten nicht mehr zu, ehrlich gesagt, aber ich laufe trotzdem weiter. Ich bin auch sicher, dass das Mikrofon gar nicht an ist und man nur sieht, wie wir hier irgendwie... Können wir an dem Mikrofon kurz so rangehen und so anfassen? Nee, ne? Pass auf. Halt an, ne? Achso, ist doch an, ja. Aber wenn ich jetzt... So Leute, da hinten ist übrigens die Polizei, die holen uns jetzt ab und bringen uns in die nächste Irrenanstalt. War schön mit euch. Die dürfen wir bestimmt nicht filmen. Die sind da immer so ein bisschen komisch, muss man ganz ehrlich sagen. Aber sie sind auch unser Freund und Helfer. Ja. Wenn was ist, meldet euch bei der Polizei. In mindestens 2 Stunden sind die dann da. Ist so. Legit. Ne? So, jetzt grüßen wir die auch mal freundlich. Hallo, schönen Tag. Dankeschön nochmal für Ihren Einsatz. So, so muss man denen nämlich begegnen. Ne? So, jetzt ist hier die Havel, ein wunderschöner Fluss. Bekannt dadurch, dass... wofür ist die Havel bekannt? Wir sind da mit dem Boot. Das hat Max, glaube ich, noch nie bekannt gegeben. Bei seinem Geburtstag sind wir hier mit Booten lang gefahren und dann ist die Truppe... Ich glaube, wer ist ins Wasser gefallen? Du, Sterzig, Kalle. Falco. Genau, also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir waren mit 4 Booten da und wer ist natürlich zu blöde, dieses Boot aufrechtzuerhalten? Diese Truppe um Hand of Blood, die dann mit ihrem kompletten Zeug, ich glaube Falco ist sogar auch noch mit auf dem Boot gewesen. Ja. Das ist Tierquälerei. Alle beschweren sich über Annie the Duck, aber ich kann euch sagen, es gibt einen Fall in Deutschland. Okay. Da kann ich sagen, also ich halte den Mund zu, schmeckt. Ne, aber es gibt so ein paar Reveals, die ich da noch drauf hätte. Herr Newstime, soll ich bitte bei mir melden, dann droppe ich die Insights. Ja, ich wäre aber wirklich mal für so ein U-Boot-Rip-Off irgendwie mit dem Spandau. Das ist ja geil. Ja. Kann man das schon jetzt hier die Fans? Nein. Das sind die Leute, die euch groß gemacht haben, doch nicht immer diese Leute wie mich. Ich habe doch gar nichts beigetragen zu der Scheiße. Ich habe ganz viel Milch trinken groß gemacht. Komm, wir gehen mal hier so rum und sagen mal den Leuten Hallo. Guten Tag. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wollt ihr vor der Kamera sein? Bestimmt nicht, oder? Wir haben kein Problem. Dann seid ihr das jetzt einfach so. Ey, ich wollte mal Danke sagen für euren Support. Ich habe davon gar nichts, aber ich wollte trotzdem sagen, Thumbs up. Nice. Bitte. Ja, gerne. Du, ich muss jetzt hier gerade die Halbtime-Show machen und habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Deswegen rede ich einfach zu euch und hoffe, dass ihr was Interessantes habt. Wir können versuchen, ein bisschen einfach zu plappern. Warte mal. Der ist da ganz gut drin. Der macht das tatsächlich. Was reden. Nee, reden machen wir gar nicht so viel. Macht ihr gar nicht so viel? Nee. Aber du redest viel, oder? So über Filme und so, habe ich gehört. Ja, ich habe einen Wolfgang im Schmidt heißt mein Kanal. Ist relativ erfolgreich. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Das ist mega cool. Nee, aber es ist bestimmt cool. Du warst ja früher viel in dieser... mehr in dieser Szene unterwegs, oder? Und zu sehen, was daraus geworden ist. So von vor 10 Jahren, den du jetzt Nein, wenn ich mir überlege, wie ich, als ich Hand of Blood kennengelernt habe, wie sich das entwickelt hat, zu dem jetzt hier. Und jedes Jahr kommt was Neues dazu, was er macht. Ich finde das immer lustig bei ihm. Er kündigt ja dann immer an, so, ey Leute, ich habe mir ein bisschen zu viel aufgebürdet, jetzt mache ich ein bisschen weniger. Und dann macht er die Baller League. Und dann macht er ein eigenes Dings-Team. Dann wird jetzt noch Indie Games werden auch noch für, also muss man sagen, er hat sich ordentlich zurückgezogen. Ja. Kriegen wir alle mit. Ja. Auf einmal stehen 200, 300 Leute vor dem Rathaus und singen eine Spandauer-Hymne. Ja, also, voll cool. Das ist schon eine geile Sache. Ja. Ja, ja. 6 Stunden Bootsfahrt, was man an einem Samstag so macht, um die Meisterfeier halt zu feiern. 6 Stunden geht das jetzt? Ich glaube, das ist... Bitte? Ja, bist du Seetag? Würde ich sagen. Also jetzt hiermit nicht unbedingt, aber schon durchaus. Ich kann... Es war schon mal was. Wir gucken uns mal das Boot an, würde ich sagen. Ich glaube, das da ist es. Komm, ich zeig mal rum. Danke nochmal, tschüss. Mensch, geht ihr jetzt aufs Boot schon? Nee, wir gucken es uns aber zumindest machen, damit die Leute sehen, was sie zu verpassen. Boot-Review jetzt. Was hat ein Ticket gekostet? Weißt du nicht? Was hat ein Ticket gekostet? Das weiß ich auch. Das Schiff hat er nicht verschenkt? Der wird reich durch seine Streams und verschenkt die Tickets nicht mal? Da ist eine Glocke, die will ich läuten. Hallo. Ich will diese Glocke läuten, David. Ich bin nicht so... Guck mal da. Atmen? Das ist die, was? Der Wappen von Spandau heißt dieses Ding. Da drin sieht so richtig schön aus wie, so, wie früher auf der Jugendweihe von meiner Oma. Das sind übrigens die Maße von David Hein. Ja, Länge, Breite und P, könnt ihr euch denken? Könnt ihr euch denken? Na klar, schon hier die... Wisst ihr, die Halbzeitshow hat hier die wirklich besten Gags. Platz machen, bitte. Platz machen. Achso, für wen eigentlich? Ja, da gehen wir jetzt alle rauf.
Da ist der Jacuzzi. Ja, da siehst du, da ist der Jacuzzi. Ja, da sind wir nachher drin. Da sehen wir nachher nackig Hand of Blood drin. Da sehen wir euch nachher auf jeden Fall im Livestream. Und das alles nur für einen Klick. Da muss man sagen, früher, ne, im Fernsehen musste man noch auf die Fernbedienung. Spandauer, zwei Reihen von hier beginnen! Jetzt! Jawohl! Das ist ein Geschrei hier. Jawohl! Na gut, wenn er das so sagt, dann gehen wir halt. Machen wir das doch einfach, würde ich sagen. Ne? Sind die alle aus Spandau? Das glaube ich doch nicht. Nee. Das, also, ich bin jetzt aber mal, ich muss jetzt zur Seite steppen, weil ich jetzt eine rauchen muss. Einschleichen. Also es ist super ungesund, wollte ich nur noch mal sagen. Du musst aber pinkeln, meintest du. Ich muss mal auf Toilette ganz kurz. Flo, deine Kamera. Ich mach das jetzt hier weiter. So, also Leute, schön, dass ihr weiterhin zuschaut. Ich glaube, es sind nur noch mittlerweile 5 Leute übrig im Stream. Das stimmt nicht. Schätze ich mal. Oh, nur 11.000. Naja, auch nicht schlecht. Ja, was soll ich sagen, Jungs und Mädels? Erstmal schön, dass ihr alle mir zuhört, wie ich hier den Mund auf und zu mache. Wir sind jetzt hier an diesem Boot, das ist sehr schön, die Farbe grün-weiß, was ich sehr begrüße. Ich war noch nie auf der Havel. Ich habe eigentlich mal gehört, der ist tot, der Fluss, weil irgendwelche Chemikalien da reingepackt wurden, aber scheint wieder zu laufen, ja. Also ich habe hier noch keinen Fisch gesehen. Nee, außer diesen Dreieugigen. Der hat kurz versucht, deinen Namen zu sagen. Der guckt dann Wolfgang M. Genau, der guckt deine Streams. Ja. Generell, als Fisch einen Stream zu schauen, ist, glaube ich, ziemlich easy, weil... Kennst du diesen Stream, wo ein Fisch Pokémon gespielt hat? Dem, warum raucht dein Mund? Ich war gerade auf Toilette und da hat's gebrannt. Kontrolliert. Ja, ansonsten werde ich sehr schnell seekrank. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich innerhalb von 2 Minuten mich sehen, wie ich mich erleichtere. Ja, ansonsten verstehe ich auch gar nicht, warum ich jetzt eine Sonnenbrille eigentlich trage heute bei diesem sehr bewölkten. Aber das ist doch wieder frech, dass Hand of Blood seinen eigenen Livestream nicht begleitet. Wo ist der denn jetzt? Ich finde das gut. Ich, für uns. Wie lange zieht der sich denn um, Mann? Der ist so spirrelldünne, die Hose fällt ihm quasi ab, wenn er den Gürtel aufmacht und dann zieht er sich halt die nächste an. Das wird doch wohl möglich sein. Naja, gut. Aber was hat man von Influencern schon zu erwarten heutzutage? Irgendwelche coolen Filme, die bald kommen, David? Ja. Gut, Forza 4 ist runtergeladen, Leute, ich bin raus. Ja. Wenn ich noch mal ein Bier früher da, die hätten mich den Kopf gebaut. Und da ich dachte, ich hab sie jetzt naja. Ja, wo ist denn Patrick? Ja, dann crashen wir den mal. Ich hab extra nachgeguckt, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber ich habe erst heute erfahren, dass du hier bist. Oh, sind wir live? Ja, Max zieht sich gerade um. Ich filme euch nämlich zurück jetzt, ha? Ja. Ihr mit eurer Riesenkamera da, eine GoPro habe ich und das riecht mir. Guck mal hier, mein Technikbelt, Alter. Guck mal hier, wir haben ganz ja, Rucksack hier. Ja. Ich weiß. Und wir haben Fans, die Stimmung machen, ja, oder? Ja, ihr macht überhaupt keine Stimmung. Mann, Power über Technik. Naja, weil dann übersteuert alles, weißt du, wie ich meine? Das ist ein bisschen problematisch. Nee, kommt ihr noch mit aufs Boot komplett? Ja, natürlich. Aber filmt ihr durch? Nein, wir sind so eine Stunde wahrscheinlich noch live auf dem Schiff. Ja. Und dann genießt Max auch natürlich zu Recht die 2 Pokale mit dem Team zusammen. Ja, ich werde dann filmen. Fans. Ja. Stream geht aus und ich so, hallo, wie geht's? Das ist so super. Alter, geil. Ich werfe dich einfach von Bord. Ach, scheiße, nicht schon wieder. Oh Mann. Ja, wollen wir mal aufs Schiff schon langsam gehen oder geht ihr dann mit Max zusammen? Wenn wir schon rauf dürfen, let's go. Ich glaube, wir dürfen nämlich schon. Dann können wir schon mal eine kleine Roomtour geben. Ja, dann gehen wir schon mal rauf. Geil. Ben, kann ich dich danach buchen? Switchen wir dann die Streamkeys? Das wäre krass. Tut es eigentlich weh? Auf Dauer? Jetzt geht's noch, aber ich glaube, wenn dann so nicht hier ist, doch Freude. Langsam. Aber bisher geht noch. Du brauchst sonst so einen Rig, wo das so runterhängt. Ja, das wäre auch geil. Ja, los. Okay, Freunde, wir gehen jetzt aufs Schiff. Naja, das ist ungefähr 42,9 Meter lang und 6,2 Meter breit. Ja. Tutsche. Schön, dich zu sehen. Hier, schön auch dich zu sehen. Wie kommen wir? Okay, wir gehen einfach weiter. Achtung, okay. Stufe. Ich habe kein Ticket. Stufe. Oh, ja. Hier. Ah, super. Also, wie ihr seht, Chat. Also, Leute, einfach blaues Bändchen mitbringen. Blaues Bändchen mitbringen, dann kriegt ihr alles for free. Ja? Dankeschön. Okay, wir machen uns rein. Wunderbar. Ich habe hier nur Technik drin. Alles nur Technik. Alles sicher. Gesichert und entladen. So. Okay. Hallo, herzlich willkommen.
das ist die Spandau, richtig? Hab ich richtig gehört? Was? Wappen von Spandau heißt die. Alter, komm mal hier, Wegger! Ist das geil! Willkommen! Hier Spandau, hier haben wir was. Hallo! Hallo! Mensch! Oh nee, oder? Oh, nee, warte mal, alles wunderbar, aber guck mal, hier gibt's immer zwischendurch so, okay, erst bei ihm ist noch schlimmer. Ich hab's auch gerade gedacht, bei mir ist noch, alles wunderbar. So, dann okay. Gehen wir doch mal hier. Oh shit, yo, the DJ, it's Marlon, oh my God. Look at him, what's good, Marlon, how you doing? Hey, I'm good, man, good, what's man? Up, man? Yo, yo, you spin that shit today? I'm spinning that shit, man. Oh, great, man, okay, Mach mal. Scratch mal. Geht das? Ja, was? Ich hab nur Spotify an gerade. Wenn ich das jetzt hier mache, dann skippt der ganze Track durch. Okay. Na ja, gut, dann machen wir es mal nicht. Okay. Wo ist die Theke? Wir können ja einmal durchgehen hier zusammen. Das ist gerade übel kompliziert, so zwei Streams gleichzeitig zu machen. Soll ich meine noch hier mit ranschneiden? Nee, alles gut. Da haben wir wieder die zwei Perspektiven. Komm, wir gehen mal hier vorne durch und checken mal zusammen die Bar. Ich glaube, das ist ja für uns alle interessant. Ne? Man muss ja auch mal zwischendurch eine Erfrischung haben. Und das gucken wir uns mal an. Das Problem ist, wenn man groß ist, man denkt die ganze Zeit, man kommt gegen die Decke. Ne? Deshalb läuft man immer die Kuppel. Aber es geht eigentlich. Boah. So, und hier wird heute Nacht der Herrn Knabe betankt. Wir haben Tee aufgekocht extra. Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Okay, wir gucken mal hier rein. Hallo. Geil, Alter. Einfach so ein ganzes Boot gemietet. Wie verrückt ist das? Gut. Und mal ein Snack. Komm, wir gehen mal nach oben. Hallo? Okay. Wie läuft der Empfang bei uns? Hi. Moin. Okay. Boah, hier gibt's ja sogar Essen. Wow. Hä? Okay, wie geil. Hallo. Patrick. Ah. Ja. Die Leute im Chat bei Max fragen, wer du bist. Vielleicht hey. Stellst du dich mal noch ein paar Freunde, Leute. Freunde, hi. Ich bin's, Papfi. Ihr kennt mich vielleicht als Patze, der hessische Bauarbeiter mit Fleischwurst. Oder wie habe ich das Ding nochmal genannt? Fleischbanane. und ich bin aktuell auch sehr viel am Stream unterwegs. Das wissen viele von euch nicht. Und heute hier ein bisschen... Leute am Stream hier. Herr Knabe, warte mal, was? Was ist hier denn los? Und ich glaube, ich übernehme jetzt den Stream, solange das Ganze weg ist. Aktuell bin ich noch im Management von Max, also von Instinct. Und bin natürlich bei jedem Scheiß immer mit dabei. Deshalb haben wir das jetzt mal übernommen kurz und gucken uns das Ganze mal an. Also hier wird gegrillt. Was gibt's heute Gutes? Heute gibt es Rostbratwurst, Nackensteak, vegane Würstchen, Gemüsespieße und Halloumi-Käse. Boah, wie geil. Und lecker selbstgemachten Kartoffelsalat. Geil. Geil, dann wir kommen auf jeden Fall später. Ja, ich hoffe doch. Vielen Dank, ja. So, hier wird noch aufgebaut und hier oben, hier sind natürlich die Sweet Spots jetzt, ne, muss man sagen. Sind hier Tische reserviert? Fürs Team und so weiter? Keine Ahnung. Das wäre geil, so eins mit so ein einziger Tisch dann mit Pavillon und so schön. Oh, oh, oh. Okay, wir können ja mal hinten durch hier. Komm. Wir gehen mal weiter. Oh mein Gott, das ist so kompliziert gerade. Ich bin der Ehrliche. Du kannst dich auch einfach und du filmst einfach mit? Ja, das geht schon, glaube ich. So. Okay, wir sind an Deck. Guten Tag. Hallo. Ah, hier oben ist auch nochmal eine Bar. Ist das geil. Okay, hier werden TikTok-Knüpfen oder sowas gemacht. Oder wird hier ein Podcast? TikTok-Spezi-Kombacher. Super. Also hier ist die nächste Theke. Die muss ja auch ordentlich getankt werden. Hallo. Wir können ja mal gucken, was sind die Preise? Knabemalz noch nicht drauf. Das war ja so geil das letzte Mal, dann da plötzlich stand Knabemalz 1 Euro, Wasser 2 Euro. Das fand ich super. Aber ist nicht an Bord, ne? Na ja, gut, kann man ja auch nicht immer alles organisieren, wa? Ich glaube, das sollte eigentlich hier sein. Ja? Vielleicht ist es unten. Knabemalz? Ist Knabemalz an Bord? Oder war das vielleicht das mit dem Bundesliga? Also davor war es auf jeden Fall, da haben alle was gekriegt. Vielleicht gibt es nicht genug. Ich bin mir ja auch nicht ganz sicher. Oh ey, jetzt haben die hier wieder alle reingefolgt. Dankeschön für die ganzen Follows bei mir. Das ist so, letztes Mal, als ihr mich geratet habt, hast du mein Handy mal gesehen, wie das ausgerastet ist? Nee, habe ich nicht. Das war Push-Benachrichtigung? Nee, ich habe hier, kann ich euch auch zeigen, hier oben sieht man quasi die ganzen Follows. Ja, und als ihr damals da so reingespammt habt, da ist das fast hängen geblieben hier, weil es die ganze Zeit... das war echt krass. Okay.
glaube, da vorne ist vielleicht sogar ein Whirlpool, oder? Kann das sein? Ja, also wenn wir da mal durchlaufen. Ja, komm, wir gehen mal durch. Fragen mal. Haben wir euch gesehen? Machen Sie das mal auf, Adrian. Aber bei der anderen Seite ging es leichter. Ich hab's. Vielen, vielen Dank. Oh, vielen, vielen Dank. So. Ist das dann auf? Wann darf man die Glocke schwingen hier? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich muss mich zurückhalten. Ja. Das ist natürlich so. Hier ist dann später für das Team der Whirlpool. Wir können ja mal reinlunzen. Hoppla. Der war. Es ist Wasser drin. Oha. Ja. Das wäre krass. So, wollen wir mal ehrlich. Was ist hier mit eurem Whirlpool? Wird der später angeschmissen? Heute nicht. Das ist ja mega geil. Wird der häufig benutzt, auch vom Schiffspersonal? Wenn er nur von uns. Echt? Achso, das ist euer privater Pool. Ach, wie geil. Ich habe hier aus Versehen die Schnalle aufgemacht. Also wirklich aus Versehen. Die ist aufgeploppt einfach. Zu. Ich mach's wieder zu. Ich habe gar nichts gemacht. Adrian, du musst mir helfen. Kaputt gemacht. Du hast kaputt gemacht, ja. Ich hoffe, du hast eine Haftpflichtversicherung. Damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Seid ihr nicht mit irgendeiner... Nee. Okay, gut. Steuern. Ich will hier nichts. Oh, du hast das wirklich kaputt gemacht. Lösch schnell das VOD. Schnell. Okay. Das war schon. Das war bestimmt so. Da liegt ja auch nichts auf dem Boden, das macht ja gar keinen Sinn. Stoss. Und hier sitzt dann der Max und fährt das ganze Ding, ja, oder was? Ja, krass. Ich weiß nicht, ob die Kameras was einfangen wegen der Spiegelung, aber... Schon cool aus, Alter. Kann man echt nicht anders sagen. Das sieht schon richtig geil aus. Macht noch ein paar Fotos. Das ist ja schön, dass der Mann so Zuschauer nah ist, weißt du? Der ist doch real, ne? Ja. Weil hier ist ja auch real. Genau, ja. Okay, komm, zoom mal ganz nah rein, Ben. Ja, komm. Hier sehen Sie die. Ja, die unfassbare Weite des Hand of Blood. Herrn Presi, Hand of Blood, der Sparkassen-Hanno, all das und vieles mehr. So nah und doch so fern. Bitte buchen Sie mich. Wow. Das ist schon sehr cool. Okay, dann wollen wir kurz tauschen. Das ist echt krass, Alter, wirklich. So, da ist er. Das muss auch für ihn richtig anstrengend sein, sowas immer. Hand of Blood auf dem Rücken gedruckt. Ein Unikat. Werden wir das heute noch ergattern? Wird einer der Fans sich das Hand of Blood Eintracht-Spandau-Trikot erspielen können? Wie findet ihr das neue Trikot? Ich finde das mega geil. Hat er das weil wir schon? Ja, weil wir haben jetzt einen fucking Stern bei dem Logo drüber. Geil. Das ist schon sehr geil. Vor allem finde ich, dass jetzt hier Knabe mal steht, extrem sick. Ja. Aber steht auch noch Krombacher irgendwo drauf? Krombacher ist ja... Hallo! Krombacher ist ja mal Knabenhals, oder? Ja. Super. Oh Mann. Schön. Ja. Und chatten wir jetzt wieder bei Sam. Bin ich eigentlich mal. Scheiße. Nee, Alter. Alarm. Wenn hier jetzt einer mit dem Bett angekommen wäre, das wäre schon zu. Abseits des Teams sitzt. Richtig entspannt wird hier vorne. Ja, wir gucken mal. Sind die heißen Plätze schon weg? Schön. Ey, da halt kommt mal da drauf. Das da kommt. Was ist denn da mit dem Noch ein Tristan. Nee, kein so viel, halt ihn nicht aus. Ein richtiges Shoutout von Hendrik.
und da ist Steven. Jope 030, der Mod von Kalle. Schade. Hat's nicht gezeigt. Schade. Das wird cool. Halbschiff. Alle mal auf den Halbschiff drauf. Das Halbschiff. So. Scheiß abstellen, Alter, wa? Ja, guck mal, es geht los. Ey, ich stell die Kacke gefüllt. Chicken, yo, was geht? Ich dachte, wir sagen uns Hallo. Willst du mich nicht umarmen? Komm schon! Danke. Du auch, tatsächlich. Ich glaube, er hat Deodorant aufgetragen. Ja. Das sind die Pringles von mir. Die Pringles? Das waren wirklich Pringles? Ja. Ah, da ist ja noch einer. So aus dem Haar raus. Geil. Hello. Oh, guck mal hier. Oh, hier geht's mit dem Pokal. Ich spende den ein. Was steht da drauf? Was steht denn da drauf? Alter, wie geil. Sehr, sehr cool. Sehr nice, sehr nice. Hammer. Komm an Bord, komm an Bord. Backbord, Steuerbord. Die absolut richtige Frage. Ich will auch jetzt. Christoph. Da stehen wir ja auch viel im Weg. So. So. Da ist er wieder. Mein Gott, guck mal, habe ich mitgebracht. Hast du geklaut? Habe ich geklaut aus der Bibliothek. Nee, hat die, oh ein Mensch, die Champions kommen ja gerade aufs Boot. Das müsste so eine News-Schaltung sein. Ja, wir sind hier gerade bei der Meisterschaft. Oh, da ist der Star-Complainer Vertigo. Und dann so Blitzgewitter. Habt ihr die ganze Zeit so gemacht? Schön. Bei mir nicht, als ich hier lang bin, oder? Ja, also auf jeden Fall, ich habe das nicht geklaut. Hat eine junge Dame, die ihr mitfährt, mir gegeben. Die hat gesagt, die hat das beim Schießwettbewerb gewonnen. Bei ihrem Jagdverein da. Und da kann man jetzt beliebig was... Oh, das piept. Oder bei dir. Der piept hier immer, wa? Ist noch nichts graviert. Kann man irgendwas drauf... Hier könnte man im Meer Masters MVP zum Beispiel drauf gravieren. Dumme Sau des Jahres. Schenken wir dann Kevin. Ja, weiß nicht. Passt das bei dir noch rein? Soll ich hin rein? Ja, wird ein bisschen tricky, aber ey. Beauty, belad mich. Das ist ja eine spannende Technik. Ah, hier? Ja, ja. So reingehangen, das Ding. Verstehe. Ja, ich weiß nicht. Manchmal hat die Lobo einfach. Ich mach manchmal Probleme. Ach so. Aber dafür bin ich flexibel. Eire. Das ist super. Geil. Aber das war doch cool. Das war doch geil, oder? So, was habt ihr denn jetzt bisher gemacht? Also, wir haben hier ein bisschen den Whirlpool abgecheckt. Nee. Das ist der Jacuzzi. Hast du es schon gesehen? Ja. Nee. Da ist Wasser drin. Ja, geil. Aber es gehört dem Captain. Ja. Ansonsten, wir waren noch kurz in der Bibliothek. Tristan. Oder was? Nee. Zu, ja. Ah, hallo. Guten Tag. Hey. So, ich bräuchte ein Bier. Ist ein Weitwinkel. Oh, so, ja. Also bisher ist der Stream das reinste Meme-Fest, glaube ich. Ist richtig geil. Ja. So, ich würde vorschlagen, wir gehen unter Deck und holen uns ein Bier, oder? Gibt auch hier oben, glaube ich. Gibt auch hier oben? Dahin gibt es richtig Bratwurst. Habt ihr das gesehen? Ja, auf vegetarisch und so. Boah, da gehe ich jetzt hin. Kostet das was? Du hier? Zack. Boah, Premium. Ui, Mensch. Alter, wo ist der? So Rucksack, sonst fällt's raus. Also wirklich. Ist einfach kaputt. Juti. Wie sehen Sie gerade einen Künstler bei seiner Arbeit? Oh, ich wollte nicht stören. Ich bin hier gerade Trommeln am Fest. Ja, ja, haben wir gesehen. Ja, halt mal drauf. Ja, ja, spannend, ne? So. Oh. Hat jetzt Nick kaputt gemacht. Toll, Nick. War ich nicht. Das war wahrscheinlich ein Rucksack. Warte, Wind. Das war alles so. Ja, aber ich muss ja noch hier durch. Wir machen es nicht einfach mit dir. Wir gehen jetzt mal holen. Kannst du hier auch, ne? Ach so, hier. Oh, ey, ich bin ja blind. Bitte schön. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, mir auch. Ihr habt ja einiges. Ich hätte gern Pilz vom Fass, bitte. Die ganze Woche war richtig super Wetter, ne? Und jetzt ist es bewölkt, hör mal.
Promis bestelle ich mal nicht. Nö, solange es nicht regnet, Maschallah. Xenia. Wie viele Menschen? Okay. Ja, ich weiß, mir wurde gesagt, ich krieg das dann. So, Prost. Ah. Aber warte, ich will. Prost. Ich will das auch. Prost, danke Mille. Ja, danke Mille. Prost. Den musst du dann schneiden. Naja, ich sehe nur erst einen Zoom auf dich. Was gibt das für ein Editing dann? Gut. So, das heißt, wir setzen uns jetzt irgendwo hin, saufen uns einen rein und dann. Ey, du machst das doch, was du Bock hast. Ja, ja, ich merke das schon. Ich bin gerade am Brainstormen. Also ich kann euch sagen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mich in der Bibliothek wurde ich in ein Büro manövriert, um mich umzuziehen. Und da war einfach wie in so einem Wohnmobil, so richtig rustikal in diesem Büro so ein Waschbecken, aber so richtig verbaut, also so richtig behelfsmäßig. Und da ging nur eiskaltes Wasser, da habe ich mich, Mr. Bild für die Götter, hätten wir eigentlich filmen müssen, schön als Präsi da runterm Wasserhahn gehangen und mir schön die Haare wieder mit Shampoo und so, Johannes daneben, hier das Handtuch, ja, gib mal die Hose. Und ey, Digga, dieses Büro, da war einfach auf der Fensterbank so ein richtig altes Radio, dann bei dem Rechner war so ein Mauspad mit so einem richtig fetten Gelpad und so einer alten grauen Maus, aber mit Laser schon. Das war heftig. Prost, genau. Quasi das Setup, was ich gerne hätte. Wir hatten ja auch überlegt fürs alte Setup, dass wir noch den zweiten alten Monitor daneben ballern für den Chat, richtig? Naja, so und deswegen bin ich jetzt so spät hier. Ich habe noch mit der Polizei geschnackt. Dann vor der Bibliothek waren noch super viele Leute, die nicht mitfahren. Da haben wir jetzt noch Fotos gemacht. Wie sagt man, mit den schwitzigen Fans, sagt man ja, ne? Die stinkenden, schwitzigen Fans, genau. Mit denen habe ich mich nett unterhalten noch, geschnackt, Foto gemacht. So, war nett. War schön. Jutti, dann holen wir uns jetzt eine Wurst, oder? Schöne Veggie-Wurst. Abfahrt, sagt er. Ich stehe da mit der Gang. Abfahrt. Gut. Moin. 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 Was ist denn hier für eine Party? Ach so, du hörst wieder her. Was sagt die von der Feinheit? Ein bisschen wie diese Kornkitten los. Alter, hier wird interviewt. Die Fanini, die haben ja alle so in ihr und so Headset. Sektor B haben wir Probleme. Prost. 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 Was bringst du ein Fischerpreis-Spielzeug mit? Ja genau, ist echt so. Was ist das? Ja. Hat das geklappt? Ja. Einmal Glückwunsch vom Prost. Sponsor hier. Ja. Prost. Mensch, Backpost. Jubel. Gerne, gerne. So. Mann, Ben, hast du Hunger mitgebracht? Mensch, ja. Mensch. Ich pro Russe und Kameramann, du weißt du? Er ist noch self-made. Er ist noch real. Er ist noch self-made hier. Boah, Maschallah. Das ist einfach. Also die Kamera. Jetzt musst du auch die Kamera zeigen, bitte. Prost. Moment hier, mein Bier. Nein, ich trinke keine Ahnung. Oh, Prost. Zum Wohle. Prost. Hallo. Hallöchen. Gibt es hier auch Veggie-Wurst? Yep. Da hinten bitte. Super. Nehme ich mir oder? Ja, Sie haben ein blaues Bändchen. Ich habe ein blaues Bändchen. Ich darf nehmen gerne. Super. Ui. Willst du auch? Ich hab blaues Bändchen, du. Ach, du auch. Oh Mensch, das hatte ich richtig lang nicht mehr. So richtig schön Pappteller, Wurst, Brötchen und schön Ketchup. Das Witzige ist, diese ganze Nummer da auf dem Balkonien. Ihr müsst euch vorstellen. Unten steht Sterzig mit seiner Mutti. Komm, ich versuch mal, mir so ein Steak-Brötchen zu erhalten. Geil. So,
Ich setz mich mal. Ah, die Sense. Hey, hallo, hallo. Top Stimmung, ist doch super. So, Prost. 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 Servus, Prost. Servus, Grüezi und hallo. Boah, tolle Klamotten, Mensch. Ja, Wahnsinn. Und die, wo ihr herkommt. Steht Ihnen auch. Dankeschön, Dankeschön. So, hier wird auch gefilmt. Guck mal, wir filmen mal zurück. So. Wo ist denn Sterzig 2? Wo ist denn Sterzig 2? Der Lehrer. Ja, Sterzig 1 ist nicht dabei, das weiß ich. Aber Sterzig 2. Na gut, komm, wir gehen mal nach vorne. Da war Kevin, da ist immer lustig. Ich glaube, Sterzig 2 ist unter Deck tatsächlich. Guck mal hier, das ist VIP-Bereich, ne? Hier ist nur die Elite, glaube ich. Und die Fahnenschwenker natürlich. Mach die Einwand frei, schön durchhalten. Sechs Stunden. Sechs Stunden. Sechs Stunden Schicht heute. Unbezahlt. 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 Mensch, jawohl. Engagement aus der Fanszene. So. Ach, und hier, hier delegiert. Ja, so habe ich mitgebracht. Ach, und hier. Schmausen Sie alle. So, oh, ich gesell mich mal dazu. Warum bist du denn hier auf dem Schiff? Habt ihr alle nichts zu... Ja, das ist, glaube ich, nett. Ja. Hier, Ben, setz dich doch einmal. Ich nehme mir selbst. Ja, Kevin muss dann sehen, wo er bleibt. Er meinte auch, hier sollen nicht so viele Leute sitzen, weil sonst kann er nicht fahren. Wenn die alle hier vorne stehen. So. Ja gut, dann hole ich jetzt wohl mal. So, Kevin. Weggegangen, Platz vergangen, wa? Da sind doch noch Stühle. Nee, ja, ich komme ja mal selber mal. Da sind doch Stühle, Kevin. Vertigo, ich habe Probleme auf der Top-Lane. Jo, was? Ich wurde gestern gestompt von einem Darius. 07 bin ich. Ja, passiert mir auch, ich hasse Darius. So, jetzt erklär bitte nochmal auch für die Leute, woran das liegt. Weil ich habe den All-In auf Level 1. Okay, ja. Das ist der erste Schwerspieler. Ja, durch das Lethal Tempo Change außerdem ist Thunderman All-In Matchups viel schwächer geworden. Das wusste ich gar nicht. Genau, also generell so Irelia etc., alles was du All-In willst, ist ein bisschen schwerer geworden. Thunderman ist trotzdem noch stark für dich. Die Item Changes sind trotzdem gut für ihn. Weil Lethal Tempo weg ist, ne? Weil Lethal Tempo Schreib weg das ist, bitte er, mit. Genau, hat er weniger All-In Potential, aber jetzt geht mal Grasp oder Fleet. Spielt für Sustain, holt seine Items und dann ist man mega broke. Schön, sowas mit. Ich habe auch gerade erst gespielt gegen Sartorius, auch ein deutscher Trainer. Und das ist auch gut gelaufen. Also der Champ gerade ist ziemlich gut, muss man aber anders spielen. Grasp oder Fleet meistens. Sehr gut, sehr gut. Aber es ist sehr erneut. Also ich hasse es. Ich habe gegen so einen Diamond Tryndamere One-Trick gespielt und ich habe das Spiel so verloren. Ich habe Cannon gespielt. Er drückt die ganze Zeit Q und ich kann nichts machen. Ich hasse den Job. Das ist halt nur für Sustain. Ravenous. Und zwei, dass wir wieder Lane swappen, dass wir das Spiel auch gewinnen können. Ey Coach, irgendwann hängst du mich ein, ich bin ready. Dann sägen wir den ab. Aber ich hab gesehen, wie du gegen Melfak gespielt hast, das sah nicht so ready aus. Ja, aber so hart. Gerade hab ich dann gesagt, auch, wie du spielen musst. Ja. Ey, ich geh in-game. Drei Leute schreiben in Rollstuhl, hallo Herr Klabe. Das ist komplett over. Die Streams snipen mich alle weg, Alter. Dann musst du die Map halten. Mach mal wie bei dir. Ich krieg auch immer Mecker auf den Skatern. Ja, verstehe. Ja, und dann ist immer so, meine Augen sind ja nicht besser. Ansonsten, weil ich so groß Leben genießen heute, oder? Heute genossen. Ich würde mich voll ärgern, wenn ich morgen 8 Stunden zufahren müsste. Hä, bleibt ihr nicht? Geht doch nächste Woche schon wieder los. Ich muss Sonntag nach Hause. Und scrimmt ihr noch? Ja. Montag, Dienstag. Montag ging es ein kleiner Scrim-Block. Ja, wir haben eine gute Erfahrung gemacht, wie du zum ersten wichtigen Match gehst mit zwei Scrim-Blöcken. Das hat ja schon bei Red Bull so gut funktioniert. Sausages are all fine. Ja, aber jetzt seid ihr ja noch relativ warm, oder? Paul kann auf meinen Schoß, da könnt ihr hier sitzen. Ja. Paul kann auf meinen Schoß. Meine Freundin ist nicht da, deswegen ist er jetzt meine Freundin. Nee, er will auf meinen Schoß. So, ansonsten. Aber glaubst du, dass wir. Weil ich glaube, weil er ist ein Nachteil, dass alle Teams schon wieder gescrimmt haben. Und dass wir jetzt halt. Ihr hattet genau jetzt, wo man eigentlich anfängt zu scrimmen, die Pause, ne? Das wäre älter. Aber auf der anderen Seite habt ihr jetzt so viel mehr gespielt, ne? Mein Bein!
Aber ey, am Ende in der Situation waren wir halt noch nie. Muss man jetzt gucken. Ich glaube einfach, die Erwartungshaltung ist gefährlich. Wenn wir jetzt erwarten, dass wir immer noch auf dem Level spielen, wo wir vor 3 Wochen waren, dann kriegen wir, glaube ich, ganz schnell auf die Fresse. Plus, jetzt ist ja auch direkt neue Season, neue Items. Die erste Woche ist noch einer Patch. Ah, Outclips. Eine Woche auf dem 9er Patch. Dann erst Vollendung. Okay. Na gut, wollen wir einmal Unterdeck und den Leuten mal ein bisschen. Ich weiß immer nicht, ob die Leute so on camera sein wollen und so. Aber hier und nur unter dem VIP-Block hocken ist auch ein bisschen abgehoben. Komm, wir gehen mal schön unter Deck. Da ist auch Crown Zero. Habt ihr gehört? Crown Zero ist hier. Die gekrönte Null. Kannst du einmal erklären, wohin wir fahren oder wie lange und wo lange? Weiß ich gar nicht. Nö, ich wurde nicht gebrieft. Oh, scheiße. Also, ich nehme mal einen Teller hier mit. Wir machen eine 7-Seen-Fahrt. Geil! Ist das Futter? Lol, Knabe mal. Ich glaube, wir verfolgen uns. Er hatte Knabemalz. Die haben Knabemalz hochgehoben. Gut, gehen wir mal unter Deck. Oh, hoppala, hier ist Stolperfalle. David Hein? Wo? Köpper in See. Juti. Ja, ich glaube, wir werden jetzt auch nicht, also auch mal für euch, wir werden jetzt hier vielleicht halbe Stunde, Stunde, bisschen filmen. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier auch nicht bis, wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht bis 22 Uhr hier durchstreamen. Der Ben hat auch irgendwann Schulterprobleme, ne? Den zieht's mich auch nicht. Na doch. Okay, komm, wir gehen mal unter Deck und checken ab, was da geht. Ja, weiß ich nicht. Oder habt ihr es schon gemacht? Wir sind einmal durchgelaufen, aber kannst gerne ja einmal allen Hallo sagen. Ja. Ja, ja. Oh, wie sie auch alle sitzen auf der Bank und so, ist doch schön. Ballern die hier hoch und runter? Das ist ja geil. Ich glaube, die fahren uns gleich hinterher. Ja, das ist unser Beiboot. Wir haben es einmal perfekt gemacht. Ist das scheiße. Pure Enttäuschung. Wäre geil, wenn noch mehr kommen. Ja. So richtiger Schwarm. Einfach eine Flotte. Weißt du, Adi, wo fahren wir heute lang? Wir fahren tatsächlich so die Kanu-Route. Sieben Seen fahrt, mein Johannes. Was wir so zum Geburtstag gemacht haben. Also Wannsee raus. Und oh, so. Beim Hundestrand und so. Ja. Alter, wir sind so brutal gekämpft. Das Thema hatten wir auch schon mit David und Flo. Haben wir ja, die waren auch dabei. Ja. Alle vier. Ja. Ich habe meine Brille verloren und Falco war auch im Wasser. So, und dieser junge Mann hier. Ja, erstmal ist hier unser Artist-Management, das verdrückt sich schon. Dieser junge Mann hier, ihr seht schon. Der ist mitverantwortlich für Corrupted Blood. Was machst denn du da? Erzähl mal. Oi. Ich bin bei Brave. Brave ist ein Teil von Instinct und wir sind für Merch und Fashion Brands zuständig und betreuen unter anderem Max mit Corrupted Blood. Geil. Und bald haben wir schon was Neues in der Pipeline, richtig? Ja. Da könnt ihr euch drauf freuen. Richtig geil. Im Juni, ne? Steht ja noch. Denn. Genau. Wir verschieben immer ein bisschen, aber ja. Aktuell. Bis es perfekt ist. Richtig. Wir lassen uns nicht irgendwie. Also lieber später und richtig als übers Knie gebrochen. In dem Sinne. So, ich gehe mal unter Deck. Wir sehen uns noch. So. Mein Gott, ey. Wir können doch mal tauschen. Das ich film, du machst hier ein bisschen Action. Ich weiß nicht. Ist alles gut so. Gibt's hier einen Mülleimer? Ja, hier. Kevin ist hinten. Das gebe ich da wieder ab, wa? Ich habe gehört, Marlo macht DJ, ne? Ja, der macht auch DJ. Einer fehlt. Ist so krass, wenn man mittlerweile auch schon viele Gesichter kennt. Oh, hier ist Schlange. Hier ist die junge Dame, die mir den Eber vermacht hat. Du kannst doch noch mal erzählen, wie hast du das gewonnen? Also, ich wohne halt in einem Dorf. Erstmal die Basis schaffen. Ich wohne in einem Dorf. Und vor uns ist so ein Wald, da sind immer so Jäger. Und die haben da mal so eine Art. Seid ihr noch da? Schießwettbewerb gemacht. Seid ihr noch da? Und da hast du casual mitgemacht und gewonnen. Ja. Und dann haben die dir diesen Eber in der Hand gedrückt. Ja. Und da steht nichts drauf. Das ist ja geil. Der ist auch ein bisschen billig gemacht. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Vielen Dank fürs Geschenk trotzdem. Ja, passt zum Pokal, richtig. Lillip, alles gut? Ja, du musst das Bescheid.
Total super. So, wo ist denn jetzt hier Besteck? Ja, der Kevin. Wo tue ich? Ich frag mal nicht. Wo tue ich denn das Besteck hin? Das ist einfach ein Tischling, wird eingesammelt. Alles klar. Wird eingesammelt. Gut, wir gehen mal unter Deck. Vielleicht finden wir Stärzig 2. Mensch, Kilian! Ja, du hier! Ja, sicher! Überall! Kilian aus dem Twitch-Chat! Ja! Mensch, du machst so die ganzen tollen Emotes. Ja! Oh, wir stehen ein bisschen im Weg. Ja! Pack! Ja! Ordentlich Dino Destroy reinhauen, bitte! Ja. Hallo, hallo! Ja, geh mal vor. So, hallo. Ach, hier seid ihr. Mensch, habe ich euch fast verloren. So, wie, können wir durch? Ja, 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 wer muss. Ja, dankeschön. Ich dafür. Mensch, aber mit GEMA und so und Musik? Das ist schwierig, ne? Gut, scheiß drauf, sagt Ben. Gut. So, hallöchen. Wo gebe ich das Besteck ab? Super, dankeschön. So, ich hoffe, wir finden Sterzig 2. Hier schmausen sie alle, ne? Hi! Mensch, Sterzig! Mensch, ja, also danke! Das ist ja der Hammer! Puzzle! Mensch, aus dem Twitch-Chat! Pack, ne? So, Crowd Zero! Danke, Mann! Ground Zero! Okay, Hammer. Und Wolki, naja. Prost, Prost. Da ist der DJ. Guck ihn dir an. Zoom mal schön rein. Boah, Alter. Hast du das gesehen? Wow. Und jetzt trägt er sich eine Zigarette. Mama, Wolki, Wolki. Wow, wow, wow! Einfach 6 Stunden. Warte. Ist ja krass. Kann ja jeder. Gut. Da gibt es noch kurz zu besprechen. Ich will ihm eine Frage stellen. Ich habe eine Frage. Hast du von In die Rüstung auch ein paar Songs da? Von wem? Sire Jona? Sire? Muss doch mal. S-I-R-E? Freilassen? Jona? Karl meinte, er hat hier ein paar. Oder ich hab diese Playlist komplett runtergeladen, aber. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob das da drin ist. Wenn das, ich hab die gestern auch. Das ist der. Boah, Alter, du hast ja alles da. Das ist ja krass. Ja, Free From Desire, auch sehr gut. Den als nächstes gern. Wir brauchen jetzt hier auch ein bisschen Techno. Ja, ein bisschen Techno können wir machen. Nice, nice. So. Ja, Jon ist auch sehr chillig. Das Gute ist an Spandau, Freunde, das ist halt alles grün und mit Wasser, Natur und so. Das ist nicht dieser Großstadt Dschungel. Danke. Man ist hier naturgebunden. Und mehr Brücken als Amsterdam. Wusstet ihr das? Spandau hat mehr Brücken als Amsterdam. Glaubst du das? Ist so. Ja. Es gibt hier das sogenannte Klein-Venedig. Das geht auch ab. Gut. Wann legen wir ab, Alter? Sind doch alle da, oder? 10 Minuten wahrscheinlich. Da bin ich schon sehr gespannt. Guck mal, hier ist der Router. Können wir ziehen alles? Das ist eine Gewässerkarte. Ich habe ja einen Schein. Ich habe einen Sportbootführerschein Binnenschifffahrtsstraßen. Segel- und Sportbootführerschein Binnenschifffahrtsstraßen. Ich könnte hier auch fahren, problemlos. Brauche ich nur. Ja, ne, mit dem nicht. Das ist zu groß. Bis zu irgendwelche Tonnen. Wir gucken uns mal die Gewässerkarte an, wo es heute hingeht. Guck mal. Hammer.
Wir fahren wahrscheinlich hoch zu Tegeler See. Nee, runter meinen sie. Ja, das ist dann runter. Also, wir sind... Wir sind hier so. Ja, hier sind wir. Und wir fahren jetzt runter. Stößensee, Digga. Großer Wannsee. Hier ist auch so Hundestrand. Da sind Tamina und ich immer mit Falco. Und auf der anderen Seite gegenüber gibt es so ein Bootsrestaurant. Das ist ein Schiff, das da vor Anker. Da ist ein Restaurant drauf. Aber vegetarisch haben sie eher weniger. Aber tolles Eis. So, und dann fahren wir eventuell weiter sogar. Also wir haben ja 6 Stunden. Meinst du nicht, dass der Kanal morgen gebannt ist? Ja, ich glaube, im VOD hört man dann nichts. Gut. Okay. Und wahrscheinlich kriegt man DMCA Strike oder so. Übrigens, ich kann mal den Chat rausholen. Ist denn noch wer da? So, Reload. Und ich sehe auch theoretisch Subs. Right? Das ist aber nicht Freed from Desire. Der da hat Rexter TV recht. Uhu. Also das ist nicht Free from Desire. Wie bitte? Der DJ ist weg. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder hoch, oder? Kann ich mal ein Bierchen weiter trinken? Vielleicht setzen wir uns mal hin, quatschen ein bisschen mit den Leuten. Du musst dir beinahe den Kopf einziehen. Ja, achso, ja, das Witzigste. Ja, auch mit Trikot, ne? Da blüht mein Herz auf. Übrigens, das neue Trikot hier mit Knabemalz und so und Stern. Das ist jetzt erwerbbar. Bei, ja, ich habe schon einen Tweet gesehen von Eintracht. Achso. Oh, Mille. Danke, Mille. Danke, Mille. Ach, Mensch. Du auch hier. Der Big Harvest Mensch. Sogar Big Fans sind hier. Ja, weil. Europapokal ist Europapokal, da reiht man zusammen. Ey, aber als Region. Ich habe irgendwann, war ich im Big Office und ihr, der EU-Masters-Pokal, ist ja damals noch, der ist so viel geiler als der jetzt. Der ist so massiv. Ja, das ist halt, genau, der ist richtig schwer, richtig aus Metall und nicht so 3D gedruckt, Alter. Ich habe den noch nicht, in der Hand gehabt, aber werde ich heute noch mal haben. Das ist wirklich Fischerpreis, sag ich immer. Das ist wirklich bodenlos. So, hi. Schaffst du hoch? Sieht so aus wie 60, ist vermutlich aber noch so 40. Vielleicht zeige ich mir noch besser. Ich glaube, Hello, bitte. Ja klar, aber gerne. Zauberwort. Bitte. So. Auf der Hilfe. Du musst ein Foto haben. Ah, das ist von letztes Jahr Sommerfeier, oder? Ja, natürlich, da waren wir auch. Geil. Das schön weiß, kann man schon noch unterschreiben. Nice. Gib mir mal einen Stift aus. Ich brauche kein Foto mit dem Schal. Die Unterschrift kann niemand fälschen. Ja klar, gerne. Einfach hier irgendwo. Ist ein bisschen schwierig, weil der immer nachgeht, aber... Ich mach mal bei, auf dem Weiß. Über 30 und sich so anstellen. Ja. Also Brücke hat es geschafft. Ja, ja. Es sieht nicht schön dann aus, aber ein schöner Schnurrbart auch. Ja, kann ich nur zurückgeben. Danke, danke, danke. Ohne die Mappe dafür. Mückenfett hat es auch hier geschafft. Ja. Mückenfett hat es auch geschafft. Wo ist der? Hier. Ach du Scheiße. Lukas Mückefett, der war ein bisschen dicker und Brücki. Letztes Jahr zum... Brücki! Letztes Jahr zum Derby im Bock. Geil. Mag ihn bitte, nice. Sag bitte, er mag bitte. Alter, wie cool ist das denn? Danke. Ja, gerne. Machen wir. So, die Leute aus Osnabrück sind höflich. So, die sagen auch bitte. Die sagen auch bitte, danke. Bitte schön. Danke, sagen wir auch. So. Dinge auch von dir eine kleine Spende für die Faninitiative, damit wir weiterhin so coole Aktionen starten können. Die Leute können das scannen, ne? Ja, natürlich. Leute, scannt das mal ab jetzt schnell mit dem Handy, mit dem Mobilfunk. Halt still, Ben. Also, Freunde, die Faninitiative, die organisiert so viel mit. Zum Beispiel im Mehr Masters haben wir ja dieses Public Viewing.
einfach von heute auf morgen organisiert und die Faninitiative hat zum Beispiel den ganzen Einlass und so organisiert oder dann hier die Bengalos und so gezündet. Guck mal, die sammeln hier gerade. Warum erkläre ich das? Erzählt ihr doch gerne mal, was ihr so macht. Ja, also unser Ziel ist halt für jeden Fan im Endeffekt eine coole Atmosphäre zu schaffen. Dass halt immer Carpos da sind, dass halt auch immer auch Material vor Ort ist, Flaggen, Baller liegt, das große Banner, habt ihr alle gesehen, das haben wir geplant und ausgeführt und sowas mit der Hilfe von 1. Und unser Ziel ist halt, wenn ihr Bock habt, kommt auf den Discord, wir teilen immer gerne irgendwas mit, ja, auch hier überall sind... Überall findet ihr das. Auf dem 1 Discord ist auch der Link schon von uns. Also kommt genau, auf den ihr habt einen eigenen Discord. Genau, wir haben einen eigenen Discord. Da gibt es auch die Derby-Tickets zum Beispiel, verwalten wir auch. Geil. Und das ist alles da. Wir sind immer da, wenn ihr Fragen habt, dann leiten wir auch an 1 weiter, damit es halt cool, schnell gespielt wird. Und ihr habt auch Instagram-Account und auf Twitter. Ja, und TikTok. Falls ein Mod noch da ist, bei Kilian ist er hier, Puzzle ist hier, Anne ist glaube ich auch hier. Ach, guck mal, hallo. Gerne den Link einmal in den Chat posten. Ja, guck mal, ich habe direkt einen Draht zu einem Mod, ist ja der Hammer. Also wir brauchen jetzt den Link im Chat zur Faninitiative. Oh, hier ist Tiger, Mensch. Na, willst du was sagen? Ja, gerne. Hallo? Wir legen jetzt ab. Ist das so? Ja. So, Freunde. Wir legen jetzt ab. Oh, Alter. Wir legen wirklich ab. Ich würde, ja. Auf Wiedersehen. So. Ich wünsche eine schöne, angenehme Fahrt. Trinkt nicht so viel, aber ordentlich. Und schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass wir gemeinsam das hier jetzt feiern können. Und ich würde sagen, wir singen nochmal die Hymne. Okay? Wo die Harfe kreuzt die Spree, von Berlin aus Jadweh, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Super Eintra, super Eintra, hey, hey! Ich sag euch, in 4 Stunden ist das so Eskalation. Walla. Hallo, darf ich die Geschichte? Moment, wir sind noch hier. Was möchtest du? Ich hab eine Geschichte. Wir wären gar nicht hier, ohne zwei, die gerade liegen geblieben sind. Und wollten unbedingt ein Grußvideo auf dem Presi haben. Zwei sind hier liegen geblieben? Nein, zwei sind im Auto auf dem Weg hierher liegen geblieben. Oh, really? Ja, und deswegen haben wir jetzt noch 2 Tickets bekommen. Und die wollten unbedingt ein Grußvideo haben. Jetzt weiß ich, ich mach vielleicht ein normales Video. Ja, ja, warte, ich bin jetzt hier mal... Ui. Also Brian und Liz. Brian und Liz. Genau. Jo, Brian und Liz. Die sind hier gerade auf dem Schiff. Schade, dass ihr es nicht geschafft habt. Schade, dass ihr liegen geblieben seid, aber wir denken an euch. Habt einen schönen Tag, macht das Beste draus. Das war cool mit. Mashallah, hier Metall. So, wo ist er hin? Er ist einfach weg. Ach, da, hier, bitte. Ja, ich hab ein Video produziert, sagen wir mal so. Schick das Ding mal rüber. Gerne. Oh, hier geht's ja richtig ab, Alter. Voll der geile Vibe. Oh, hier kann man auch schön wohnen in Spandau. Ja, also falls ihr Immobilien sucht, hier also Kindergärten,
Dahin fährt gerade der Zug rein, den spannen wir euch hier auf. Hallo. Ich war Tourguide. Ja, Fun Fact, läuft ja gerade hier von Lukas Mückenfett, das Video Spandau. Das hat er hier auch gedreht, vor 10 Jahren. 10 Jahre später dübeln wir hier rüber. Jutti, pass auf. Aber rechten Seite. Habe Kreuz die Spree. Von Berlin aus JPD. Wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Boah, Kollege hat auch eine schnelle Brille. Ja, was ich gerade sagen wollte. Oh, guck mal, da hinten schön das Spandauer Rathaus. Da ist ein König, zoom rein. Da ist der König von Spandau. König von Spandau, hallo. So, ich hol euch mal raus. Was für eine Ehre. Ist das bescheuert. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte. Hier rechts sind jetzt gleich die Spandauer Arkaden. Ist auch ein zentraler Angelpunkt innerhalb von Spandau. Da gibt es in 2 Läden Knabemalz. So, was schreibt ihr? König von Spandau, yo, ich sehe euch jetzt. Also Quibi auf 5 Alter, 5 Subgifts, T1, vielen Dank. Ole Pi, 10 Subgifts. Moinas! Folgt mal ein, haut Spandau rein, hör mal. So. Oh, der Trainer. Das ist der Star-Trainer von Eintracht. Er hat uns in der Hand, Chat. Freed from Desire, wo? Ja, kommt. Hallo, wie geht's? Du, super, Blackline. Ich vermisse ein bisschen die Solo-Queue, aber hier ist auch ganz nett. Alter, Mr. Verknallt dübelt sich gerade so einen rein. Ja, okay. Ist das geil. Stimmung kommt gut rüber, freut mich. Ja, ich weiß immer nicht, wie das mit dem... Oh, da möchte jemand durch. Achso, du sitzt hier. Sorry. Dieses Jahr Sommerfest? Ja. Wir sind tatsächlich beim Sommerfest, beim Havelfest von Eintracht Spandau dabei. Ich habe es vorhin bei dem auf Balkonien angekündigt. Tatsächlich ist dieses Jahr das quasi Altstadtfest von Spandau. Das findet jedes Jahr statt. Havelfest. Heißt diesmal Eintracht Spandau Havelfest. Also wir sind einfach so Namensgeber jetzt vom Havelfest und haben da auch einen ganzen Bereich am Lindenufer und machen da Party über ein paar Tage. Das ist jetzt Anfang Juni, ich glaube 6. bis 9. oder so, 7. bis 12. so rum. Genau, könnt ihr vorbeikommen. Kannst du meine Mama grüßen? Na klar, Vivi, geht's? Ich grüße deine Mutti. So. Meine Schwester ist rechts neben dir am Tisch. Hallo, hast du eine Schwester? Ja. Okay, warte. Wie heißt die auf Twitch? Ihr Account, weißt du was? Allboy-P? Warum lügst du, Allboy? Ist hier noch eine Schwester? Aber wir sagen danke, Mille. Ist ja klar. Enno hat Tamina daheim gelassen. Ja, die macht schön Urlaub. Ave Kreuz die Spree. Von Berlin aus JPD. Wo die Zitadelle rockt. Und die Eintracht uns lockt. Da ist Spandau. Ja, hier kann man auch schön wohnen. Spandau, Spandau, wir lieben. Hier auch? So viele Brücken, ich hab's dir gesagt. Aber die führen alle nach Spandau. So. Nee, ja, also Tamina macht schönen Urlaub. Aber die kommen morgen wieder. Deswegen darf ich heute nicht allzu hart saufen, weil ich muss sie nur abholen mit dem Auto. Sonst, so, danke Mille, genau. Bitte Mille. Achso, Mensch, da bist du. David, nein! Was? Wo? Boah, wann kommt nächstes Video? Also pass auf. Wann kommt mal wieder... Ja, ich bin ja jetzt hier. Wie soll ich denn das Video drehen? Ja, aber wann...
Übermorgen kommt ein neues Video. Verspreche ich. Super. Was wünschst du dir denn? Was läuft gerade so im Kino, was cool ist, David? Gib mir mal einen Tipp. Jetzt hier nicht Insider. Ich finde doch alles scheiße. Sie wissen doch meine Zuschauer. Okay, was findest du richtig scheiße, was gerade im Kino läuft? Im Grunde alles. Deswegen, ich würde euch empfehlen, wenn ihr ins Kino geht und euch mal richtig scheiße geben wollt, dann guckt einfach alles. Geil, stabil. Ja, danke. Und Netflix magst du auch, ne? Ja, aber lieb ich. Rebel Moon kann ich empfehlen. Rebel Moon. Teil 1 und Teil 2. Guckt am besten beide hintereinander, dann geht's richtig ab. Leute, ihr könnt jetzt David Hein eine Frage stellen im Chat. Der beantwortet jede Frage. Ja, 100% transparent. Auch intimes Zeug. Fragt mich alles, was geht. Genau. Lieblingsstellung oder so. Alles Mögliche. Wann läuft's mit Höno? Digga, du kannst ja nicht mal Henno richtig schreiben. Wie klein ist ein Henno? Ich bin 1,89. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie groß David ist. Ja. So, jetzt. Kommt jetzt noch eine Frage oder kann ich endlich mein Bier holen gehen? Weil das ist du bleibst jetzt mal schön hier kurz. Ich glaube, ich bin disconnected. Ich lade mal neu. Mach mal. Events loaded. Wie viele Leute schon denn zu? Weiß ich nicht. Wie geht's Fabian? Fabian geht's gut. Super. Ja. David, wie geil ist Eintracht von 1 bis Maximal Fury Road? Mehr als Fury Road. Krass. Mad Max Fury Road. Florian, das ist ja der Hammer. Ja, oh. Lindhauch hier! Warum hast du denn jetzt ein Bier und hast du mir kein Bier? Davon ist na, weil du warst doch in deinem Becks dran da. Das sind meine Homies. Ist doch leer. Die sind auch hier. Na logisch, also. Ja, gut, okay, dann Bier-Express nee, kommt nochmal. Ist okay. Nein, ich hole mir jetzt ein Schiff. Wie war es in London? In London war richtig gut, ja. London ist eine tolle Stadt. Wer von euch war schon mal in London? Icke. Aber ist schön, aber Spandau ist auch hübsch. Also ich finde ja, die London Bridge ist cool, ne? Aber diese Spandauer Brücke da hinten, Leute. Ja, guck dir die mal. Oder Big Ben gibt's ja in London. Ja, ja. Big Ben gibt's in London, aber guck dir das Ding mal an. Das ist doch viel geiler als der also Big Leute, Ben. Also Leute, ich muss sagen, Spandau ist viel geiler. Ben, das ist doch viel geiler als der Big Ben, oder? Überall im Rückzug. Ja, ist schön. Essen. Ich will nur mal gut. Essen. Ist das geil. Schön. Nur korrekte Leute. Nur korrekte Leute. Schönen Dank für die Einladung. Ja. Prost. Prost. In dem Sinne, ne? Mensch, rein. Prost. Oh, Kilian, Achtung. Mod anwesend. Auf Mod. Mod. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sieht eure Anzüge an. Kriegt alle ein Timeout. Kriegt alle ein Timeout. Halloumi mit IE auf der Essenskarte geschrieben. Also Halloumi mit IE? IE. Infinity Edge? Das ist ja der Hammer, ist ein gutes Item. Wurde gebufft. Kannst du einmal die Leni bitte von mir grüßen? Die Leni? Die Leni. Die Leni oder die Leni? Die Leni, ich grüße dich. Wen noch, wen noch? Hast du gerade am Hörer? Ich hab sie gerade hier. Die Leni, ich grüße dich auch hier. Danke. Doppelgruß. Die Schwester hieß übrigens Melina, die gesucht wurde. Die Schwester hieß Melina. Melina, bist du hier? Melina. So, band die im Chat. Die hat Lügen erzählt. So. Wo kreuzt die Havel die Spree? Da sind wir tatsächlich schon vorbei. Aber hier ist auch eine Kreuzung. Ist das bodenlos. Als wären wir hier so ein Malle-Schiff, Alter. So, alle Mods immer im Urlaub machen. So ist es. Ist irgendjemand? Ja, Teichente ist noch richtig am Arbeiten. Der ist noch an der Basis geblieben. Und Karivors natürlich. Imagine, du machst einfach, du bist Ü60, machst dir so eine Kanutour. Schön auf den Samstag mal. Kommt dieser Hurensohn-Kahn hier vorbei, Alter, und brüllt da rüber. Oliviami zockt gerade LOL. Oh, Alter! Gemüse spielt aus! Und Halloumi! Geil! Und vegane Wurst, Leute! Hier wird an alles gedacht! Ist das IE? Das ist IE! Ich hab Wasser für Ben! Das ist auch sehr IE! Mit Strohhalm! Ich glaub, das ist Sass! Ich glaub, das ist kein Wasser! Ich glaub, das ist Wodka pur! Auch mal einen kurzen Shoutout an den tollen Kameramann! Der ist den ganzen Tag. Ja! Lieber an Ben mal! Ja! Wirklich, lieber an Ben! Chat, lieber an Ben! Spam mal Herzchen bitte. Ja, super. Ja. Sehr schönes Event. Danke. Dieser Mann ist auch sehr schön. Stichwort Regen. Also bisher ist einfach leicht bewölkt. Eigentlich sehr angenehmes Wetter. Also wie ihr seht, auch T-Shirt-Wetter.
Nicht zu warm, nicht zu kalt, aber ja. So, Chat hängt. Alter, oh, der hat 4 Bier dabei. Ben, hier, guck mal. Die lieben dich. Du hast es geschafft. So, komm, wir gehen mal ein bisschen nach vorne, oder? Der hat seit 3 Stunden nicht getrunken. Ben, was machst du für Sachen? Komm, wir gehen mal nach vorne, Ben. Du musst jetzt mal arbeiten auch für deinen Job. Ja. Kreuzen wir denn auch wirklich Hafen und Spree? Da sind wir schon vorbei. Weil wir sind doch jetzt auf der Hafen. Ja. Ah nee, wir fahren ja runter. Aber ja. Aber du musst ein bisschen aufpassen, weil hier sitzt neben dir ein Mod. Ne? Du darfst nichts Falsches sagen. Auch sofort, der hat ein Endgerät. In Real Life gebannt. Flunkyball? Max, bist dabei, Runde Flunkyball. Später gern, später gern. Prost. 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 Lass die Luke gehen. Prost. Prost. Prost, Männer. Prost. Steile Brille. So, danke Melle. Bitte Melle. Danke Melle. Das wird ja extra zugeführt. Das bestellst du ja selber. Was ist das? Kostet doch mal. Kostet doch mal. Ja, ja, ja. Kostet doch mal. Gut. Gin Tonic. Fein, ne? Oh, der ist aber in Ordnung. Der ist in Ordnung. Ich mag eigentlich Gin Tonic nicht so. Ja, der ist echt schwer. Ja, ja, ich mag. Also vor allen Dingen, wenn du Allergie hast. Ja, pass mal auf. Das ist jetzt auch prüfungsrelevant. Ja, prüfungsrelevant. Wie viele AllergikerInnen haben wir im Chat? So, schreib jetzt mal bitte eine 1. So, David, du kannst jetzt kontrollieren. Ich kontrolliere das. Ich habe hier so ein Tool. Ich bin Autist, ich kann die auch auf einen Blick zählen. Super. Weil ich bin ja Allergiker. Ja. David Hein, 3 Ausrufezeichen. Danke, Mille. Wo? Es hat noch keiner eine 1 geschrieben. Ja, das ist immer ein bisschen Delay. Guck mal hier. Oh, 12, einige 1. 2. So, pass mal auf. Ich sag euch jetzt mal was. Alkohol multipliziert allergische Reaktion. Ja, ja. Denn in Alkohol ist Histamin drin. Ja. Das ist ein Stoff, der multipliziert allergische Reaktion. Das bedeutet, ihr solltet während der Pollensaison kein Alkohol trinken. Außer Gin. Denn in Gin ist Antihistaminika. Ja. Oder Antihistamin. Ja, ja. Gin Tonic. Sehr gesund. Ja. So, Bildung. Aber unter 18, ne, wollen wir nochmal dazu sagen. Unter 18 sehr wichtig. Richtig. Also, so ein Gin Tonic ist schon mal auch nicht so. Also, ja, und immer in Maßen. Immer in Maßen. Was geht da oben? Ach so. Ja? Ja, das ist immer noch. Das ist cool. Alter Karl, ey! Du alte Legende! Was machst du hier? Was hast du hier, Bruder? Oh, du hast ja ein bisschen Kräutergarten. Ja, ich spreche mit geschlossenem Mund. Ey, wie war das als Julius? Boah, ist auch nochmal anstrengend, Alter. Aber war das ein neues Kostüm? Nee, das war, glaube ich, noch das neue. Ich hab das alte, wir haben neues. Ich habe ein riesen Paket gesehen im Eingangsbereich bei uns. Da steht so fett drauf: Julius 2.0 oder so. Aber es ist, weil wir Border League und Spandau, wir brauchen 2 immer in Zukunft. Deswegen. Ah, eins da lassen. Eins in Köln und eins in Spandau. Brauchen wir nicht immer hin und her schleppen. Genau. Ja, das ist der Kräutergarten, Leute. Ich hab Karl gebastelt. Pass auf, war fett Party, ne? Ich hab hier ein Video gemacht. Hast du ein Video gemacht? Ich muss zeigen. Karl in Julius-Kostüm, ne? Passt auf, was passiert ist. Kriegen wir das scharf? Was hat Karl gemacht? Ditch. Ja, ich muss aufstellen für Kickbase. Der ist in Kickbase. Der stand so da. Damit du nicht deinen scheiß Kuckloch gucken konnte. Ist das bodenlos. Kickbase. Heute ist letzter Spieltag Bundesliga. Lilip kann das Triple holen. Ich führe. Ich bin voll Lille. Mit 100 Punkten. Er kommt rausgestürmt als Turm. Also hier noch der Bundesliga. Das zeigen wir jetzt hier nicht. Ist es Elfmeter Bochum? Nee, Freistoß Bochum. Vor allem da ist gerade Kalle im Stadion bei da Werder. Auch geil. Jetzt Freistoß. Wenn Bochum gewinnt, können die Klassenerhalte fahren, ne? Ja, ja. Und jetzt steht Kevin Stöger. Aber bei Werder geht's ja um Pass Europa, auf. Ne? Kevin Stöger okay, gerade Freistoß. Gerade Freistoß. Und ich habe Kevin Stöger bei Kickbase. Ja. Und du hast den. Und der schießt jetzt den Freistoß rein. Also Kickbase ist so ein Pass Ding. Auf. Da ist online, da wählt man die Spieler und wenn die in echt punkten, kriegt man auch Punkte online. Und wenn die Tore schießen, gibt's richtig Punkte. Wenn der jetzt ein Tor spielt, das ist halt. Ja. Dann gehst du zur Lille. Wir springen hier runter.
Maschallah. Schwörst du? Nein. Das ist scheiße, Alter. Also wenn der jetzt ein Tor schießt, dann gehst du zu Lille und sagst GG und gibst ihm Handshake. Jetzt Stöger, bitte schieß das Ding da rein. Guck hier. Knapp drüber. Ja. Aber Kalle freut sich jetzt gerade. Ja, 1 zu Werder. Aber das Dorf Werder hat auch meinen Spieler geschossen. Friede. Den habe ich auch. Boah, guck mal, hier ist ein Hafen der Reichen. Ja, man kennt sich. Wusstest du, dass es das auch für League of Legends gab? Ehrlich? Fantasy League. Das würde ich safe machen, Alter. Gibt's noch Fantasy League? Nee, ne? Inoffiziell. Ey, früher, das war so geil. Du hast so ein Pack geöffnet, dann hast du random Spieler bekommen aus der LEC und das war genau das Gleiche. Also ähnlich. Das war mega geil. Ja, vor allem ist es ja voll einfach, weil die ganzen Statistiken werden ja getrackt so. Ist ja nicht wie bei Fußball ja auch zwischendurch auch. Ja. Aber das, ey, Digga, das würde ich safe machen. Safe, ja. Ich würde als erstes Power of Evil kaufen. Ey, ich hatte den früher. Ich hatte früher Power of Evil bei Fantasy. Bei Unicorns noch oder? Ja, ja, ja. Alter, wirklich. Der echte Ground Zero. Ground Zero? Alter! Okay. Ich muss Fucky Ball spielen. Lass du das, boah, das ist ein Tier gestorben. Ground Zero! Ich werde deine Geschichte erzählen, die wir auf einem. Was für ein Konzert war das? Das war Disturbed. Disturbed, genau. Pass auf. Also erstmal ganz kurz. Das ist Ground Zero. Die Legende, der echte, der allerechte. Den kenne ich seit 2006, glaube ich. Da bin ich nach Salzgitter Bein umgezogen und da hat er gewohnt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind auf ein Disturb-Konzert hier in Berlin gegangen. Hallo Vertigo. Oh, nett, dass du mir Essen bringst. Und bei dem Disturb-Konzert warst du auch mit dabei. Genau. Er hat ein schönes Hemd. Du bist gerade mit dem Flieger gelandet. Ja, genau. Du kannst irgendwie. Aus New York. Weil so, ich bin halt Influencer, ne? Ja, auf der ganzen Welt. Sehr gefragt. Auch in Amerika. Auch da. So, und dann stehen wir da und Crown Zero sagt sich, die Musik ist so geil und hat das Bier bis hier oben voll und tanzt aber so. Ich mach's mal vor. Und ich hatte die Scheiße komplett über meinem Hemd. Er hat das halbe Bier, David, über den Korpus. Und er hat es auch noch zerrissen, oder? Das war doch, mein Hemd war doch der Hälfte aufgerissen danach. Weil er sich an mir festgehalten hat beim. Wieso? Vor allem, das erzählt David ihm jedes Mal, wenn die sich. Jedes Mal. Der ist richtig nachtragend. Ich kann das nicht mehr. Das war halt vor 8 Jahren. Ja, aber das vergesse ich nicht. Ja. Das Hemd war kaputt danach. Und ihr wisst, ich trage nichts anderes. Okay. Aber ja, es war nicht nur ein Bier, es waren mehr Bier. Da haben wir richtig getankt. Aber das Konzert war richtig shit, das weiß ich auch noch. Da hat man einfach nichts gehört. Man hat einfach nichts gehört. Das war so einfach null abgemischt. Das war in demselben Raum, wo auch das Lion-Konzert war. Und ja, Lion hatte viel besseren Ton. Ja. Grüße an Lion. Grüße an Lion, der hatte viel besseren Ton als Disturbed. Sehr gut. Und das muss man erstmal, ne? Die haben auch nicht ein Wort gesagt an die Crowd. Nee, das war so ein Arsch-Konzert. Das passiert in David's Comedy jeden Tag. Was denn? Keine Ahnung. Aber steht da. Ja, das war ja schön. Hey, und wenn es im Internet steht, ist es wahr. Ja. Das muss man sagen. Du hast eben gerüpft wie so ein Ferkel. Ja. Welchen Stream schaust du denn da gerade? Dein. Mein. Ich muss ja gucken, dass alles läuft. Das ist ja der Hammer. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh. Guck mal. Seh. Ja, das ist auch ein schöner Mann. Oh. Aber ey, sind wir nicht da hinten rechts gekentert? Ja. Pass auf, da haben wir Boote geliehen. An meinem Geburtstag? Nee. Doch, oder? Nee. Das war da rechts rein, glaube ich. Ja. Und hier links müsste irgendwo besagtes Restaurant sein. Nein! Hier sind wir gekentert. Und hier dann sind wir raus. Da bei der Leiter rausgekentert. Oh mein Gott! Ja, Leute, es ist okay, ist okay. Ihr seid gekentert, ihr seid nicht da. Das ganze Boot so. War das die Leiter? Ja, bei der Leiter sind wir hochgeklettert. David haben wir auch dabei. Ja. Hier sind wir gekentert mit Falco, Alter. Falco hat uns direkt in den Stich gelassen. Ja, stimmt. Kaum war der im Wasser, ist der zu den Mädels geschippert und da ins Boot gesprungen. Und wir sind da im Wasser. Wer war das? Kalle, Sterzig, du nicht. Ja, ich habe meine Brille verloren. Die ist untergegangen. Ja, Digga, um uns herum so ein Ölteppich auf dem Wasser voll Klamotten. So, wir hatten alle Socken ausgezogen und Schuhe, Caps. Hallo! Abonnieren Sie Eintracht Spandau!
Und der noch platt. Ganz richtig. Ja, das heißt, der Hundestrand ist da in die Richtung, ne? Da links, glaube ich. Oder der, doch, der Hundestrand war der Hundestrand. Ja, ne? Bist du der Kapitän? Nee. Aber du siehst so aus. Passt. Wer bist du? Der Schiffsmart oder? Der Steuermann, ja. Der Steuermann. Mensch, der kennt sich aus. Wo ist der? Der ist da vorne links, ne? Genau, und wenn man da reinfährt, kommt dort dieses Klein-Venedig, heißt es, glaube ich, ne? Genau, da kannst du entweder da oder da. Ja. Und da war so ein Bootsverleih, da haben wir uns Kanus geholt, sind hier hoch und runter geballert. Hier irgendwo auf der linken Seite kommt dann auch so ein Restaurant, so ein Bootsrestaurant. Ich glaube, das ist da. Ja, da sind wir gekentert erstmal an meinem Geburtstag. War geil, aber das war richtig Bretterwetter, Alter. 32 Grad, wir haben uns richtig einen in die Binde geritten, Alter. Das war geil. Aber heute ist hier wenig Verkehr. Ja, und das ist so ein Bereich, hier dürfte ich auch lang segeln. Oder mit dem Motorboot. Ginge, ohne Problem. Falls du mal Bock hast, Alter, Mensch, EU Masters schallert, war EMEA Masters. Hast du direkt dir eine neue Uhr gekauft von Hugo Boss? Hugo Boss hat Uhren? Ja. Ja. Geil. So, wir haben richtig viel vor diese Saison, weißt du, ne? Jo. Also mir scheißegal, wie ihr spielt, aber Tründermeer. Da müssen wir Tründermeer spielen. Da müsst, boah, das wäre so insane, wenn du bei irgendeinem Match Tründermeer bist. Aber weißt du wieso? Ich spiele gegen Diamond-Spieler auf Tründermeer und ich kann nicht gewinnen. Leute, der Charakter ist broken. Deswegen muss ich ihn spielen. Naja, aber sobald dann Tom Kent, Schmelfight, Gragas kommt, ist wird egal. Tründermeer hat weggebumst. Aber ich kaufe Ravenous Hydra, gehe hinter die generische Wave und proxy den. Das ist geil. Und dann werde ich strong und dann watchen sich die generische Back. So, habt ihr mitgeschrieben? Also, ey, du kannst jeden Tag, wenn ich live bin, kannst du immer reinkommen und wir machen Coaching-Session. Gerne. Jeden Tag. Vor allem, weil ich jetzt Tründermeer, ich bin hier einer der ersten Spieler gewesen. Ich versorge einfach Chicken Hero, seinen ganzen Plan. Anfangs habe ich nur Carries gespielt und jetzt bei EMEA Masters nur Tanks und dann haben wir gewonnen. Jetzt werde ich Tründermeer spielen. True. Ja, du hast ja auch ein Game Fiora gespielt gegen Austrian Force Will haben. Ja, boah, das ging richtig schlecht. Naja, du warst dann fast online, aber dann zu viel liegen lassen. Die haben halt mega in mich reingespielt und deswegen war das Spiel so schlecht. Ja. Aber ich hab Bock auf Tournament. Ich mag den Champ. Ich finde ihn sehr broken und sehr unfair, aber ich... Ey, auch alle Marksman-Items sind jetzt so geil für Tründer. Ja, absolut, weil absolut. Jedes Item hat 75% Crit-Chance. Mein persönliches Bild ist Ravenous into Phantom Dancer into Navori oder IE und dann Lord Dominix. Ja. Weil die Sache ist, was richtig geil für Tründer jetzt ist, er hat Little Tempo Remove bekommen. Ich habe jetzt viel ausprobiert auch. Genau, aber du kannst jetzt Navori und Infinity Edge gleichzeitig bauen. Du kannst beides bauen jetzt, das konnte man davor halten. Achso, je nachdem, was man jetzt gerade braucht, weil jetzt, das der gleiche Building jetzt ist. Jetzt kann man beides bilden. Das ist das Geile. Das bedeutet, Tründermeer ist schlechter in Lane, aber er scaled 80 Mal besser. Also richtig gut. Ja, das ist mir aufgefallen mit der Lane. Ich habe die ganze Zeit genauso gespielt. Ich bin echt mehrmals auf die Fresse geflogen, weil ich die ganze Zeit auch all-in bin, wie vor dem Patch. Lethal Tempo aber, ist halt viel genervter. Ja, ich habe halt gar keinen Plan. Ich wusste nicht mal, was Lethal Tempo ist. Das war, du greifst immer schneller an, ne? Wenn du das gleiche Target angreifst. Für jede Auszeit bis zu 6-6. Ja. Ja, so ein netter LOL-Talk. Oh, jetzt fängt es ein bisschen an. Ich habe ein, zwei Tropfen abbekommen. Aber wenn das so... Oh ja, guck mal, dein Himmel. Sieht man das überhaupt auf Kamera? Ja. Naja, müssen wir jetzt langsam aufpassen, ne? Ansonsten gehen wir alle unter Deck. Unter Deck wird gerade Bier verkauft. Ja, die haben Bier bestellt schon. Ja, nice. Also ich wurde auch schon eingeladen, aber ich habe gesagt... Ich auch? Vielleicht... Ja, ja, also vor allem jetzt später. Später, sag ich mal, ja? Ich glaube, Karl macht schon gut was davon. Ja, nice. Geil. Schöne Bootstour. Und da ist der Kapitän zur See. Der hat Schein A, B und 2. Und die 2. Und die 7. Genau, und die 7. Der hat auch einen Techno-Song übrigens auf Spotify. Ja. Da war ich so kurz davor, das zur Playlist hinzuzufügen. Ben muss hydrated stayen. So, ich mache mich mal hier auf. Zack. Ja, was geht bei euch so? Freut ihr auf ne... Boah, Alter, geil. Freut ihr euch auf den nächsten Split? Geht ja schon nächste Woche los. Das ist einfach insane. Wir haben gerade EMEA Masters gewonnen. Nächste Woche geht's weiter. A, B, C und die 6. Sorry. Stimmt, Offline-Derby in 2 Wochen. Im Experian, genau. Was für einen Schein hast du? Ich hab
Segel- und Sportbootführerschein binnen Schifffahrtsstraße. Nee, Segel- und Sportbootführerschein binnen Schifffahrtsstraße. Ja. Binnen. Also hier so Binnengewässer und so darf ich segeln. Ja. Hi, was geht? Alles gut? Ja. Na, bist du auch am Stream? Ja, die ganze Zeit. Ah, du bist auch so ein Streamer-Kollege, ja? Ja, ja, ja. Das sieht ja richtig geil aus. Ey. Zeig mal her. Was hast du hier mit dem Stern, ja, Alter. Das ist schon krass, ey. Und dann hier auch noch zwei dann in den nächsten Jahren, gell? Und Knabe Malz. Ja. Smart, ne? Wenn man keine Sponsoren findet, macht man einfach selber drauf. Erfolgreich. Geil, ja. Finde ich richtig cool. Ja, also Leute, das Trikot. Schock Reset. Ist das schon im Shop oder was? Ja klar. Eintracht-Spanner.de oder was? Eintracht-Spanner.de, genau du sagst es. Scheiße, Mann. Marketing ist mein Hobby. Wirklich Comedy Central? Ja, haben wir als Sponsor. Das Comedy. Ist ja übergeil. Comedy Central. Tja, Ben, deine Kamera ist nicht wasserfest, ha? Doch, die ist 1A, die ist 1A. Spritzwasserfest. Adrian läuft dann mit so einem Schirm neben dir hin und her, das wäre schon geil. Wir hatten im Office diesen Schirmhut. Den einfach Ben aufziehen, das wäre geil gewesen. Weil er hat da oben sogar den Chat, oder? Ja. Ben sieht die ganze Zeit den Chat, ey. Ich muss immer hier aktualisieren und so. Blöde Frage, aber ist der Stern für die Prime League oder die EMEA Masters? Wollen wir mal deinen Chat richtig einrichten? Du holst dir mal diese App. Hast du Android oder iPhone? Diese App heißt Stream Buddy. Ansonsten gibt es noch Realtime-Chat. Da siehst du auch die ganzen Subs und so weiter. Und kriegst auch Alerts abgespielt. Genau, ich sag dir, Schätzen ist geil. Schätzen. Ja, das ist wahrscheinlich für iOS. Und ich habe hier ein extra, extra Programm vom Robin. Da sehe ich auch die Subs und so, die reinkommen. Ah. Interview mal bitte die Prime League Caster. Ja, kein Problem. Ja klar, wir machen jetzt ein kurzes Tagesschau-Interview. Oh, jetzt ja, ein paar Tropfen kriegen wir ab. Ich hoffe aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde das jetzt gleich übel schütten. Ja, ich glaube, es hört wirklich vor real gleich auf. Ich weiß es ja auch nicht. Ach, guck mal, da hinten ist meine Bude. Okay. Vier Loses, Bronze 3. Hey, ich bin absolut scheiße. Untergekommen aus. Komm, wir gehen nach unten. So. Okay, Teichente hasst Schätzen. Straight up. Der hat gerade 6-mal Omega Lull gepostet. Das ist übrigens Spam. Alter, German for Media. Bei uns im Chat. Wir können mal gucken, was generell auf Twitter abgeht. Also ich glaube, diese ganze Meisterschaftsfeier ist wirklich so ein Fiebertraum. Aber ich habe jetzt noch gar nicht Twitter gecheckt. Aber ist auch egal. Ist auch egal. Judy. Ja, jetzt in Jacuzzi. Aber anscheinend gehört das dem Captain. Der Jacuzzi ist privat vom Captain. Wir könnten eine Badehose. Entschuldigen Sie, Sie sind ja der Steuermann. Der Jacuzzi ist der privat vom Captain, ja? Ja, fast. Momentan leider ein bisschen kaputt, aber sonst... Ah, schade. Aber der genießt auch sein Leben, ne? Das ist ja der Hammer. Schön. Entspannt. Wir können den anmachen, ist so ein bisschen kalt, aber sonst... Ja, ansonsten schön baden, bleiben wir mal stehen. Wie ist denn die Tour? 7-Seen-Tour? Ist das richtig? Genau. Ja, genau. Wir fahren quasi einmal um die Wannseeinsel rum. Aha. Und dann zurück. Dann, genau, wir werden wahrscheinlich ein bisschen weiter noch fahren, bis nach Potsdam rein. Wir fahren ja dann noch 6 Stunden, Leute. Geil. Schöne Spritztour. Nice. Ja, dann drehen wir mal wieder um. Dürftest du auch was trinken? Nee, leider nicht. Ja, das dachte ich mir. Leider nicht. Schön, dachte ich mir. Ja. Ach, guck mal hier, schön. Schöne Segelschiffe. Ne? Da die Fock. Vorne das Segel ist die Fock. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Achtung, hier will der Chef durch. Achtung. CEO. Anspannen, Leute. Oh, er bleibt hier stehen. Sollen wir weggehen? Chef, sollen wir weggehen? Groß. Oh ja, da sagst du was. Brauchen wir was zu trinken? Komm hier. Ist hier die Schlange? Ich habe jetzt halt noch gemerkt. Hier die Schlange? Ja. Okay, alles klar. Mensch, Tiger. Du bist ja seit Anfang an dabei, oder?
Ich bin einer der ersten fünf, die im Spandauer Bock damals angefangen haben zu gucken. Geil. Da saßen wir dann schön mit dem Laptop, weil es gab kein Internet und Hotspots vom Handy. Und ihr habt dann Spieltag für Spieltag da so ein bisschen das Setup abgegradet, ne? Genau. Mittlerweile habt ihr ja schön Fernseher. Genau. Wir warten eine Live-Schalte. Wir warten auf die Leinwand und dass wir selber streamen können, dass ihr einen Cleanfeed kriegt. Und der Raum im Hinterbereich, der ist ja voll dekoriert mittlerweile schon mit Spandau-Sachen und so. Mega geil, Mann. Also wirklich, das hier ist einer der allerbesten in Bezug auf unsere Fankultur, wirklich. Er hat uns Spandauer an was gebracht, worauf wir stolz sein können. Super wichtig, super wichtig, so eine Leute in der Community zu haben. Wirklich. Nokia-Uhr. Withings ist eine Tochterfirma von Nokia. Nokia gibt's noch. Ja, aber nicht mal als Handy. Krass. Ich mach halt alles andere. So, dein Stehplatz wird geklaut, dann kriegst du kein Bier mehr. Ach so, stehst du nicht an? Nee, ich hab schon. Ach so, geil. Ich stehe an. Ja, ja, alles gut. Und wie war's für dich? Mega geil. War, glaube ich, witzig. Ja. Also, das Schöne ist bei Eintracht Spandau, wir können halt in solchen Momenten nicht failen, weil der Cringe dazugehört. Ja. Das heißt, wenn was schief läuft, dann passt es irgendwie. Das ist dann... Dann hast du da die Dulli-Charaktere, die halt... Was wünschst du dir denn eigentlich für die Zukunft? Also du fragst immer ganz viele andere, jetzt frag ich dich mal. In Bezug auf Eintracht? Ja, auf Eintracht. So, was ist so dein... Also hands down, ja. Dieses ganze erste Quartal war schon sehr viel von dem, was ich mir immer gewünscht habe. Ja. Die Art und Weise, wie wir bei der Baller League gerade beim Finale abgerissen haben, genau das. Also so eine Fankultur, die dann auch bei Offline-Events richtig Party macht. Ich merke dann immer, okay, hier kommen Leute eher aus dem Gaming-Bereich und nicht so aus dem traditionellen Sport. Das ist dann immer nochmal was anderes, aber es ist ja auch vollkommen okay. Aber ja, gerade bei dem Finale bei der Baller League, ey, das war einfach mega geile Stimmung. Dürfen wir dich mal offiziell in so einem Blog einladen, dass du auch mal bei so einem Event bei uns bist? Also gerne, nur ich glaube, das Ding ist halt, ich muss halt immer vor der Kamera sein. Ja, dann nehmen wir die Kamera mit, guck mal. Ja, aber genau, irgendwie, man könnte mal überlegen, dass man so einen Special-Spieltag macht. Aber ja. Und bei League of Legends, es war ja im Dezember dieses Red Bull League of Its Own. Ja, war ich auch da, warst du auch da? Genau, da hatten wir so einen ganz kleinen Block und das war, ein bisschen traurig, aber ey, ich appreciate so den alle, die da waren, aber auf der anderen Seite hast du halt die Kamikop-Fans, die so abreißen, die halt 8 Stunden aus Paris da in 3 Bussen richtig auswärts fahren, wie beim Fußball. Das war so krass. Und die bringen bündelweise ihren Kram mit. Ja. Und hissen da und machen Choreo, das war krass. Das war unser Anschub als Fanning. Wir haben uns danach mit denen zusammengesetzt und haben dann auch wirklich über 9 Stunden diskutiert, was können wir übernehmen, was finden wir gut, was finden wir schlecht. Geil. Und jetzt fürs Ulmer Finale, ich spoiler jetzt mal für die Fanning, wir mieten den Bus, den Reisebus und sammeln alle Fans ein von größeren Städten und fahren zum Finale. Geil. Gemeinsam. Geil. Egal, ob die Eintracht dabei ist oder nicht, aber die Eintracht ist eh dabei, das wissen wir jetzt schon. Genau, bei kommenden Split geht ja nächste Woche los, gibt es endlich wieder richtige Offline-Finals. Das heißt, jetzt müssen die Jungs anspannen. Dass die digitale Scheiße und da Titel holen, okay. Aber jetzt, wenn wir Offline-Finals haben, Alter, da müssen wir hin. Und das ist dann so unser Laden. Da habe ich mega Bock drauf. Ja, wir sind in der Vorbereitung. Geil. Und geil. Über uns Tickets kaufen gibt es sogar günstiger Tickets. Wir haben es mit der Prime League abgesprochen. Habt ihr gehört? Also Faninitiative, join. Discord, Twitter, Instagram. Engagiert euch. Mega geil. Wir machen hier etwas, das gibt so im E-Sport nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Vielleicht Carmen Korb noch angedacht, aber da sind wir mittlerweile auf der Überholspur, würde ich sagen. Also wie jetzt unser erstes Quartal lief, wenn wir dem Stil weitermachen, mega geil, wirklich. Aber jetzt brauche ich langsam Bier. Aber die sind auch, dauert halt. Wie schön, die Jollen hier und die Yachten. Max, was möchtest du denn? Hol ich dir das erstmal mit? Nein, macht entspannt, alles gut. Ja klar, Derby wird mega geil. Das letzte Derby im Xperion war ja insane. Das war eines der krassesten Matches, die ich gesehen habe. Wollen wir noch was droppen, Caro, fürs Derby? Und auch wir als Fan-Initiative haben was organisiert dort. Es gibt auf dem Offline-Derby ein Fan-Match. Davor oder? Ja, davor. Big-Spieler, die Big-Ursa, spielen gegen die Fernkurve und das wird live gebroadcastet auf den beiden Twitch-Accounts. Guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist ja mega witzig. Ja, richtig gut. Und da haben wir mit eins zusammen organisiert. Literally davor die dritte Halbzeit in der Kluft.
aber die sind auch sehr gut gesprochen. Ja. Wir hoffen drauf, ja. Content. Auf jeden Fall Content. Nice. So, Ben, du musst jetzt langsam auch mal was essen. Wir haben noch nicht, aber wollen wir langsam Schicht machen? Nee, jetzt schießt nicht auf mich. Nein, nein, nein. Alles gut. Das ist mir geschickt. Wo denn? Wer ist da, oder? Okay, wir können den Stream nicht beenden. Dann starten wir nochmal von vorne. Wir fangen die Hymne nochmal an. Dann suchen wir mal Adi und Nick, würde ich sagen. Wo sind die denn? Die sind wahrscheinlich beim Bierpong, oder? Die lassen sich so einen gut gehen? Ja. Also ja, weil wir wissen gar nicht, wie wir den Stream beenden, weil OBS läuft ja aus dem Studio. Nee, der ist kaputt. Ich habe schon besprochen mit dem Steuermann. Ja, dann gehen wir mal runter und fragen die. Komm, let's go. Hallöchen. So. Jetzt gucken wir mal, inwiefern die da Bierpong spielen, wa? Hallöchen. Servus. Servus. Das ist gerade sportliche Veranstaltung. Ja. Wie beenden wir den Stream? Du gehst zu Adi und der macht mit so einem Programm schön Stream beenden. Der hat die Macht. Hallo. Dann kommt sie mit eurem Produktionsstream auch mal runter, wa? Die Stimmung ist erhitzt. Und? Holst du heute das Triple? Ich hoffe es. Aber Karl führt, hat er gesagt. Karl führt. Dem du darfst ja alles sagen. Sein scheiß Abwehrspieler hat einfach ein Tor gemacht. Das gibt nochmal Bonuspunkte, weil er Abwehrspieler ist. Sehr scheiße. Ja, aber ey, am Ende ist es noch. Ich hol schon noch. Thank you, boy. Was denkst du denn? Ich geh, wo Adrian ist. Adrian. Der steht vorne hinten. Karl natürlich mitten im Getümmel. Schau mal schön bei Karl rein. Gut, wir suchen weiter Adrian. Er schreibt in Chat. Also ich bin oben. Die spielt sie richtig gemacht. Adi ist oben, schreiben jetzt die Bots. Adrian? Nee, hier nicht. Habt ihr Adrian gesehen? Adrian? Der war hinten weg. Adrian hat irgendwo gerülpst. Mensch, wo ist denn das Eis her? Da unten, total lecker. Adrian, wie werden wir in den Stream? Den beenden wir über Anydesk. Super. Aber wäre cool, wenn wir den Mods noch sagen, dass wir vielleicht Puffy einfach raiden. Ja. Solange der noch online ist. Ich glaube, das kann ich ja auch machen. Kannst du auch machen, ja. Und dann beende ich den Stream. Ja, danke Mille, schreibt jemand. Ich bin aber Adi und nicht Mille. Ja, aber das ist das Meme. Danke Mille. Okay, dann gebe ich jetzt hier ein. Raid Puffy.
Tschüss! Krieg ich jetzt auf Stream Man? So Leute, war eine steile Angelegenheit heute. Ne? Ich bedanke mich.